Hallo Dave, herzlichen Glückwunsch zu deinem Achievement Shiny. Mega cool, war das schwer? Ne, du warst zweiter Versuch, so schwer kann es nicht gewesen sein. Ich dachte, Arceus ist schwer, weil du ja diese ganze Animation und sowas mit einberechnen musst. Hallo Daniela, hallo Davoidl, hallo Sakura, hallo Candy Mountain, hallo Marco 9290. Kann ich schon auf Route 7? Hallo Rotzlöffel. Hallo David. Hallo Ferret. Hallo JJ. Hallo Happens. Hallo Retro. Alles klar bei mir? Anscheinend. Was soll unklar sein? Hallo N. Heißt du N wegen N in Pokémon Schwarz-Weiß? Hallo Timinator. Hallo Angel. Wo bin ich? Bin ich schon bei 7 zufällig? Ah ne, ich muss jetzt hier erst durch. Was ist das hier? Hier ist erst 5, ne? 6. 7. Auf Route 7 gibt's Kuckma da zu fangen. Das will ich machen. Und dann will ich alle Verstecke abgehen. Für versteckte Pokémon. Also gehen wir jetzt da durch. Du heißt deswegen N? Magst du N? Ich schätze mal. Aber darf ich dich fragen, warum magst du N? Ich verstehe es nämlich nicht. Guck mal da, ein Guck mal da. Wie, du willst mir sagen, daher kommt der Name? Hallo Verox. Hallo Miku. Ich habe gestern den DNS-Glitch und Schwarz 2 gemacht, laut Anleitung von deinem Video. Hat ohne Probleme funktioniert. Bin happy. Nice. Nice. Hallo Game Benny. Mit dir bin ich komplett durch. Ich kann hier einfach durch. Habe ich noch nicht Surfer gelernt? Nein. Und ich sollte mehr Leute besiegen. Okay, ich habe alle besiegt. Heute spielen wir weiter dieses Spiel. Wir werden nicht durchkommen, glaube ich. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber wir haben schon 5 Arenen geschafft. 5? 4. 1, 2, 3, 4. 5. Nee, das war die 5. 5. haben wir geschafft. Turner war die 5. Arena. Und das war ein Spektakel, wie wir Turner besiegt haben, oder? Hallo Igor. Du bist mit einer Bindehautentzündung aufgewacht. Hast du auf dein Kissen gepupst oder was? Was ist passiert? Du schaust gerade Shogun, ist voll krass. Ist das dieses Disney Plus Ding? Ich habe noch gar nicht wirklich gegen Rivalen gekämpft. Also schon gegen Martis. Aber voll selten. In Schwarz-Weiß war alle 5 Schritte kam ein Rival und hat gesagt, yo, lass mal Stress machen. Warum kann ich das eigentlich nicht in die... Achso, weil man es immer zum Kristall schieben muss. In Shogun gibt es eine Mariko. Mariko! Mariko-san! Nee, ich weiß gar nicht, wo Shogun... Shogun ist wahrscheinlich japanisch, oder? Findest du den Weg durch die Höhle? Zweimal bist du ja jetzt mal durch, oder? Ich bin letztes Mal schon durch und dann haben die gesagt, ich muss erst Turner besiegen. Deswegen, ja, der Weg ist ja nicht, das ist ja nicht mal ein Labyrinth. Ich bin nur beim ersten Mal, habe ich mich so krass verlaufen, weil die Story gesagt hat, ich soll da runtergehen. Und dann war ich da unten und dann ist da nichts. Und dann dachte ich die ganze Zeit, da geht's weiter oder ging es nicht weiter.
Ansonsten, die Höhle ist ja kein Rätsel. Du musst einfach nur durchgehen. Hallo, Dice. Shogun, erste Staffel leider schon fertig. Gibt genug Zeug zum Anschauen. Schau was anderes. Schau was Gutes. Nee, Shogun soll ja gut sein. Keine Ahnung. Aber schau. Keine Ahnung. The Sopranos. Schaut mal nicht so einen neuen Kack. Schaut mal die alten Klassiker. Da schlackern euch die Ohrläppchen. Du magst die Elektrolithöhle. Warum paralysiert? Wie machst du das mit den Pokémon von N wegen Entwicklungen? Fängst du sie dir mehrmals oder einmal? Was? Warum sollte ich die mehrmals fangen? Kann man die überhaupt mehrmals fangen? Nee, oder? Lass mich durch! Ah, was? Komme ich jetzt hier immer noch nicht durch? Die haben gesagt, ich soll die Arena machen. Sag mir nicht, dass ich gestern nicht gespeichert... Doch, ich habe gestern gespeichert, natürlich. Hallo, Anne. Warum soll ich N-Pokémon entwickeln? Hä? Was sind N-Pokémon? Die haben nichts zu tun mit dem Origin Dex. Es ist einfach, wenn du die fangen willst, fängst du sie. Dem UI nach spielst du Black 2. Hattest du nicht gerade erst White 2 angefangen? Ich hab beide angefangen. Was? Ich soll noch mehr in Maria City sein? Hä, warum? Was soll ich denn dann noch machen? Die Arena gemacht? Oder habe ich nicht die... Doch, ich habe die... Hast du den Storypart unterhalb Maria City gemacht? Anscheinend nicht. Ich habe einfach nur Turner besiegt. Dann gehe ich halt noch mehr machen, ey. Dann gehe ich dreimal in diese Höhle rein. Ich glaube ja, dass ich gar nicht durch die Höhle muss, sondern also quasi so komplett hochgehen muss. Mal schauen. Ich habe Weiß 2 auch angefangen, ja. Ich muss beide spielen. Unterhalb Barrier City. Muss ich echt mal gucken, ob ich zufällig nicht gespeichert habe nach Turner, weil dann bringe ich mich um im Spiel. Wo sind die Dinge? Hier. Natürlich habe ich Turner besiegt. Hallo Isa. Aber hier ist doch bloß diese dumme Kaufpassage und die Wüste. Turner hat auch nichts Besonderes zu mir gesagt. Gib mir jemand einen Tipp. Ich Select drücke. Du musst beim PWT-Turnier mitmachen. Ach nö. Ein Turnier? Wenn das hier ist neu. Ah, okay. Oh, hat das doch jemand zu mir gesagt und ich habe es wieder nicht gelesen. Okay, lass mal ein Turnier machen. Ich habe jetzt zwei Pokémon dabei. Dem es gelingt, drei Kämpfe für sich zu entscheiden. Ich soll drei Kämpfe gewinnen. Ich
Kann ich noch meinen Symbolare aus dem Team raustun? Ich gehe jetzt nicht zurück. Habe mich auf gelbe Mütze eingestellt heute. Warum? Hallo Katetsu. Wir ziehen das durch, Leute. Wir ziehen das durch. Vielleicht muss ich auch drei im Kampf. Okay. Hallo Azrael. Drei Pokémon, ja, okay. Ich muss drei Kämpfe bestreiten, aber ich brauche auch drei Pokémon. Sind es so drumme drei Rumkämpfe, drei Reihumkämpfe? Dann könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden. Was war das andere? 25, 25, 29. Nehme ich einfach mal Tampignon. Du solltest aber nicht leveln. Was? Warum soll ich nicht leveln? Willst du dir eigentlich alle Legis aus dem Traumradar oder nur die drei Genies? Ich hole mir nicht nur alle Legis und alle Genies. Ich hole mir alle, die man im Traumradar holen kann. Hallo Danu. Hallo Adam. Das Turnier sollte keine XP geben. Okay. Aber man kämpft immer zusammen oder gegeneinander? Warte mal, kämpfe ich jetzt gegen Matisse? Ja. Oder kämpfen Matisse und Leo gegen Bernadette und Akro... Nee, das sind... Nee, das ist einfach ein Turnier. Matisse gegen Leo, direkt am Anfang? Sollte das nicht das... Okay, Akromas wird das Finale sein. Wett mir, dass Akromas das Finale sein wird. Da ist dein Rivalen-Battle. Ja. Aber gleich der erste Kampf. Matisse wird nicht so gut, habe ich das Gefühl. Der ist nur so ein kleiner Nebencharakter. Gibt es dann dazu ein separates Video zum Traumradar? Nee. Habe ich mir überlegt, aber nee, das Spiel ist zu langweilig. Also sollte ich machen, aber ich habe keine Lust. Dafür habe ich schon zu wenig aufgezeichnet. Oh nein, Swadronen. Guck dir meinen Flambirex an, du Loser. Ich bin 10 Level höher als du. 14 Level höher als du. Ist Swadronen Unlicht? Oder ist der auch Kampf? Nee, der ist Unlicht. Das ist ja nur Wasser? Ne, das ist Wasser und Licht. Muss doch. Was mache ich denn? Keine Ahnung, walzt sich durch, aber das ist auch blöd. Armstoß ist aber auch... Ja, doch, ist der Unlicht? Nur Wasser? Okay, fuck. Naja. Oh, das ist gar nicht schlecht. Komm, noch einer. Und noch einer. Und vielleicht noch einer. Oh, schade. Stopp! Oh Gott. Mach Hypertrank. Nein? PvT war damals schon sehr nice. Ich glaube, man konnte gegen jeden Arena-Leiter von Gen 1 bis 5 kämpfen und Champs. Aber man kriegt keine XP, oder wie? Soll ich jetzt zu Walzen anfangen? Oh, oh, oh. Kleine Walzer schon, macht alles platt. So, jetzt kommt ein... Was ist denn noch... Wo ist denn Stein noch gut gegen Gestein? Hä, was ist denn noch gut? Käfer. Jetzt kommt ein Käfer. Okay, schlecht. Wir walzen einfach durch. Okay, du Loser, oh mein Gott, du bist Pflanze. Aber ich bin so überlevelt. Eigentlich bin ich nicht überlevelt. Also die Arena, in der Arena gerade gegen Turner war ich nicht so krass überlevelt. Und jetzt auf einmal bin ich krass überlevelt.
Der Rivale ist nicht. Die Rivalen sind nicht das, was sie mal waren. Hallo Nils. Das meiste ist Postgame-Content. Okay. PBTs naheliegend zu den Battle Towern. Okay. Sharon gewinnt, wer hätte das gedacht? Candelaria gewinnt. Natürlich. Warum begrüßt du mich nicht mehr? Keine Ahnung, weil ich dich nicht gesehen habe. Chill. Sei doch nicht so jemand, Husky. Warum begrüßt du mich nicht? Leo ignoriert mich, er mag mich nicht mehr. Vielleicht habe ich einfach nicht deine Nachricht gesehen. Dreimal? Wo dreimal? Ich sehe deinen Namen nur einmal. Moin, Leo und Chat. Und dann hast du den hier gemacht. Mehr sehe ich nicht. Oh ja, dreimal habe ich dich anscheinend nicht gesehen. Die letzten drei Streams. Achso, ja. Ist anscheinend dreimal hintereinander Pech gehabt. Was willst du, dass ich dir sage? Was willst du von mir? Willst du, dass ich schlecht drauf bin? Egal, nicht schlimm. Hatte mich nur gewundert. Anscheinend schon schlimm, wenn du gerade sagst, mi, der Streamer ignoriert mich. So, kann ich dir gleich sagen, jeder Streamer hasst es. Mi. Mein Streamer, der Job des Streamers ist zu mimimin. Nicht eurer. Lass mich kämpfen. Hallo Phil. 130 Bellas auf Koraidon geworfen? Was für Bälle. Du hast Leo geschrieben und die Autokorrektur war Leopold? Hey, kleines Geheimnis, ich heiße Leopold. Aber warum korrigiert deine Autokorrektur Leo zu Leopold? Was ist passiert? Ich habe gar nicht aufgepasst. Sharon, ich habe dich mit einer 30er Stärke Attacke besiegt. Normale Pokebälle. Okay. Ja, 130, da hast du, glaube ich, Pech gehabt. Ich glaube, Koraidon hat eine Fangchance von... Weiß ich nicht. Ich glaube, im letzten Video habe ich zufällig gezeigt, was Koraidon für eine Fangchance hat mit dem Pokéball. Ich glaube, es waren 3% oder so. Mach schon. Ist doch das gleiche, Katsu, ist doch die gleiche Nachricht. Grüß mich mal. Kreisch! Jetzt gedacht, ich kämpfe gegen den Bösen. Ich schätze, dass es der Böse ist. Ich habe keinen Dialog gelesen, aber ich glaube, es ist der Böse, oder? Ja, mit dem... Unmuting stream. Dave! Grüß doch jetzt mal den armen Husky, sonst ist der dolle traurig Leos BLA, Leos BLA. Ich kann dir versprechen, dass ich jetzt Husky nie wieder begrüße. Das ist die Konsequenz daraus. Ich meinte das nicht so, beruhigt euch, doch tatest du. Aber ist okay, jetzt musst du ein bisschen damit klarkommen, dass wir dich hänseln deswegen. 1000 Bits von Dave, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und Igor... du bist dieses, hier, Eiscreme. Eiscreme. Dave, auf den Stapel damit. Hallo Nico. Gelatroppo.
Und dann Gelatvino. Gewissheit. Ich kenne mich mit Typen aus. Mein Chat kennt mich sehr gut. Oh mein Gott, du hast nur Schwächen für mich. Hahaha. Was ist denn das? Silent.de.tv. Du bist ein Kingler. Candy. Du bist ein, irgend so ein Pokémon. Ist ja nur ein Pokémon, was hier ständig kommt. Ich habe gerade vergessen, wie die Hunderasse heißt. Wer ist denn diese dumme Hunderasse? Terabaki, Terry, Terrybark, Bisbark, Yorklef. Du bist Yorklef. Dackel? Was? Nein, das ist ein Yorkshire. Deswegen heißt es Yorklef. Gut gekämpft, gut gekämpft. Darf ich jetzt bitte durch die Höhle? Aber ja, bisher fühlt sich das Spiel an wie eine Vorbereitung auf das Postgame, so. Hier kannst du Filme machen, hier kannst du Battle Tower spielen. Aber das alles kannst du erst später so richtig geil machen. Begegne ich eigentlich mir selber? Werde ich mir später noch mir selber begegnen? J-Gamer, du bist, ich glaube, es heißt Zhao Bao? Zhao Bao? Heißt es Zhao Bao? Das Unheils-Pokémon? Ein Terrier ist Yorklef. Ja, ein Yorkshire Terrier. Darf ich jetzt durch die Höhle gehen? Happens, du hast Verox Fusion überspeichert. Shame. Ist ja nicht so, als siehst du alle Kanalbelohnungen vor dir. Leute, ich kann's gleich, ich sag's, heute macht ihr alles falsch. Ihr macht heute wieder alles falsch. Auf jeden Fall, fuck Verox. Hier, Happens, deine Fusion. Bao Jian. Habe ich es gesagt? Ja, oder? Bao Jian. Oh! Ah, versteht ihr das? Was ist das? Happens hat Ditto mit Ditto fusioniert. Wisst ihr, was das ist, was wir hier gerade sehen? Versteht ihr das? Solange du dann alles richtig machst. Das ist das Problem. Versteht ihr, was ihr gerade seht? Das ist nicht einfach nur ein Mega-Ditto oder irgendwas Ditto, sondern das ist eine Anspielung auf etwas. Eins ist noch nicht mal eine Anspielung, ist einfach 1:1. Ditto hoch 2? Nee. Ein hässliches Ditto? Nee. Das ist ein Beta-Sprite, der gefunden wurde auf, ich glaube, Gold und Silber. Oder in irgendwelchen alten Cartridges, halt so auf Beta-Cartridges, von Dittos Entwicklung. Früher war mal eine Entwicklung von Ditto geplant und das hat 1:1 so ausgesehen. Die haben da nichts, also die haben es wahrscheinlich gefärbt, weil, wobei, damals gab es auch schon Farbe in Gold und Weiß, Gold und Ding. Das ist der Beta-Sprite, der nie veröffentlicht wurde. Ditto hat nie eine Weiterentwicklung bekommen, das ist die Entwicklung. Den Fact wusste ich noch nicht. Tada!
Das ist der Beta-Sprite von Dittos Entwicklung. Aber ich glaube, es wurde nie ein Name dafür gefunden, also wie es hätte heißen sollen. Ich kämpfe gerade gegen die dumme Züchterin. Hallo Kaiser Kaspar. Züchter. Ein Ditto und zwei Ditten. Ja, die Weiterentwicklung ist immer einfach plural. Hallo Hikaru. Ah, ich muss übrigens, ich kann ganz andere Pokémon. Ich muss ja noch. Es gibt doch noch eine Reihe, die ich hier ganz normal fangen muss. Die Stravickel-Reihe. Okay, jetzt gehe ich erst in die nächste Stadt. Aber die Stravickel-Reihe kann ich ganz normal hier fangen. Also muss ich ganz normal hier fangen. Warte, und Sesokids. Das versteckte Fähigkeiten Sesokids. Speichern. Wir müssen schauen, ob wir das in weiblich irgendwie kriegen, denn wir müssen einige Sesokids uns brüten mit versteckter Fähigkeit. Willst du die versteckte L jetzt machen oder erst nach der Hauptstory? Achso, versteckte Lichtung. Ich will zuerst mir ein Kuckma da auf Route 7 fangen, damit ich wenigstens irgendwie Hypnose und sowas kann. Und dann gehe ich damit in die versteckte Lichtung, die ich jetzt schon gehen kann. Also das will ich heute machen. Route 7, guck mal da, versteckte Lichtung, alle einmal checken. Ich glaube, ich sollte jeden Tag alle versteckten Lichtungen, also immer wenn ich spiele, einmal alle versteckte Lichtungen checken. Damit ich nicht so viel Zeit verschwende. Bist du das? Nein. Bist du das? Nein. Hier, möchtest du nicht eins unserer seltenen Sesokids trainieren? Ja. Das muss weiblich sein, sonst kann ich damit nichts anfangen. Hätte ich jetzt gerade checken können, verdammt. Und es ist männlich. Aber es hat die versteckte Fähigkeit, ne? Was ist die versteckte Fähigkeit? Edelmut. 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 Aber du bist ein Männchen, wir hassen Männer. Hast du gespeichert? Ja, ne? Oder? Achso, diese eine Lichtung, an der bin ich vorbeigegangen gerade, ja. Aber die haben wir gestern schon gemacht. Ich glaube nicht, dass ich schon genug Schritte gegangen bin, dass da wieder was ist. Es kommt ja nur auf Schritte drauf an, nicht auf Zeit, sondern wirklich Schritte. Ich muss 256 Schritte gehen, damit eine 5%ige Chance ist, dass da überhaupt was erscheint. Und innerhalb der 5% sind es nochmal 20%, dass es überhaupt ein Pokémon ist. Sagt er mit dem Pimmeldex? Aber für den Pimmeldex brauchen wir zuerst den Mumudex. Mal schauen, ob das geht. Vielleicht geht's nicht, vielleicht ist das immer männlich, aber ich glaube nicht. Weiblich! Easy. Okay. Eins mehr. Ein neues Pokémon. Hallo Peter Jax. In der Höhle ist, glaube ich, auch eine versteckte Lichtung. Aber ich glaube, in beiden ist sowieso nur Tamping-Jung. Aber ich brauche noch einen Tamping-Jung. Eins haben wir gestern gefunden in der Lichtung. Aber ich glaube, also kann eine versteckte Lichtung in der Höhle sein? Ich glaube nicht, weil es sind ja immer so Lichtungen. Eine Höhle hat keine Lichtung. Außer es ist ein Loch in der Decke, dann ist es eine Lichtung, oder? Eine Höhlenlichtung? Ich weiß nicht, ob ich Schutz anmachen soll. Aber
entweder kommen hier weniger Pokémon, weil es Schwarz-Weiß 2 ist, oder es kommen weniger, weil ich mir angewöhnt habe, nicht mehr zu laufen. Muss man die Sesokids-Eier dann zu bestimmten Jahreszeiten ausbrüten, oder sind die Formen zufällig? Beides falsch. Es ist vollkommen egal, was aus dem Ei ausschlüpft. Du kannst immer die Form von einem Sesokids ändern, wenn du willst. Ein Sesokids hat immer die Form von der Jahreszeit, die gerade ist. Das heißt, wenn ich kann 8, was ich machen muss, ich brauche 8 Sesokids. Die kann ich alle im Winter mir holen und dann haben die alle die Winterform. Aber dann kann ich einfach im Herbst das eine rausholen, dann wird es zum Herbst. Dann kann ich im Sommer das andere rausholen, dann wird es zu Sommer und so weiter. Du musst da auf nichts aufpassen, du kannst jederzeit die Form ändern. In Karmesin und Purpur macht man das zum Beispiel, weil man mit dem Sesokids einfach in einer Region steht, die die Jahreszeit repräsentiert. Also da gibt es ja auch so Winterregionen, Sommerregionen, Herbstregionen. Da musst du mit dem Sesokids einfach nur stehen und dann hat es die Form. Die ist vor der Panaero-Höhle also nicht drin. Aber auf der anderen Seite, oder? Weil hier habe ich gerade nichts gesehen. Außer im Panaero, genau. Hier ist ja gar nicht Panaero. Stimmt. Die ist ja woanders. Nee, okay. Die ist ganz woanders. Wow, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit hier höher, aber Zapladin habe ich ewig hier gesucht, die ganze Zeit. Wieso fangen wir nicht gleich beides? Dann können wir uns die Diskussion sparen. Wie soll ich da denn Ordnung rein? Weil beides fangen ist ja auch keine Ordnung, weil es gibt ja welche, die nicht beides haben können und dann ist es ja, dann tut es mir noch mehr weh. Hallo Arkin. Bitte lass mich jetzt da unten durch, ey. Genau, die Panaero-Höhle ist glaube ich die, wo man Milza fängt. Also in Schwarz-Weiß zumindest. Soll ich hier überhaupt die Wilden besiegen, ey? Ist das... Ich habe vor dem Stream ein Absol-Video angeschaut, wie er Rotom auf Level 100 trainiert hat, nur mit Karpadore. Und dabei Level 100 Karpador und Level 1 Karpador gefunden hat. Ey! Was? Ich war hier jetzt dreimal und du lässt mich immer noch nicht durch. Hä? Was ist das? Ich will nicht nochmal in diese Höhle gehen. Ich habe jetzt schon so viele Fluchtseile benutzt, nur um hier rein und raus zu gehen. Hä? Aber diesmal hat er was anderes gesagt. Nee, er sagt das Gleiche. Was? Warum sagt mir das Spiel nicht, wo ich hin soll? Doch, tut es wahrscheinlich. Ich lese es nur nicht. Sind ja auch alle Schritte für deine Lichtung? Ja. Jetzt können wir langsam echt die Lichtung checken. Hä? War hier auf dem Weg was? Ist das überhaupt hier? Hier war ich schon. Oh, was für ein Quatsch. Ich kann auch nicht surfen, ich kann nicht in die Panaero-Höhle. Weil da kommt man auch in die andere Stadt, wenn ich da durchgehe. Dino, du bist ein Verkokel. Wo seid ihr? Warum wollt ihr nicht, dass ich wohin? Was ist hier los? Warum lasst ihr euch wirklich zurück zum PWT? Wusstet ihr das? Und ihr habt mich wieder durch die Höhle laufen lassen? Da gibt es mehr Story. Warum hast du das nicht gesagt? Warum lässt du mich da hochlaufen? Tatsächlich mag ich das Team von der Stadt nicht so sehr. Ich hab mit dem geredet. Ich hab extra nochmal den angeredet. Weil ich mir dachte, warum bleibt der hier stehen?
Wie soll ich hier auf die Idee kommen, da wieder reingehen zu müssen? Alle sind weggegangen. Der Typ bleibt stehen. Warum soll ich denn hier nochmal reingehen? Ich muss hier nicht nochmal rein. Warum soll ich hier nochmal kämpfen? Hier wird was vorbereitet. Und hier wird auch was vorbereitet. Hä? Und die anderen sind, glaube ich, runtergegangen, aber da ist niemand mehr. Aber die Gitarrenfrau hat irgendwas geredet. Oh. Ich trinke schon. Flambirex, Explosion. Hallo Vessi. Hallo Regirock. Die Musik, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich krieg einen Anfall. Entspann dich. Oh mein Gott, die Musik. Ah, die Musik. Das ist so geschwind. So geschwinde Musik. Schutz an, wenn ich jetzt in die Höhle wieder reingehe. Wahrscheinlich gehe ich in die Höhle rein. Aber woher soll ich auch wissen, dass ich... Haben die irgendwas gesagt, dass ich denen folgen soll zum Schiff? Haben die irgendwas gesagt? Ich glaube nicht. Spielt ihr zurzeit Pokémon Go? Es gibt gerade diese Sammler-Herausforderung, weil er gerade am Ratetalk sagt. Es gibt gerade diese Sammler-Herausforderung. Das ist das Einzige, was ich ungefähr mag. An Pokémon Go. Und zurzeit soll man ein Rotomov und Ratetox einfach nur fangen. Wo die sind, nirgendwo sind welche. Habt ihr die schon gefangen? Wo sind die? Ist da irgendein Witz dahinter? Ist da irgendein Rätsel dahinter? Warum nirgendwo erscheinen Rotomov oder ein Ratetox? Wo soll ich die denn kriegen? Ich habe nur noch einen Tag Zeit. Ich habe heute die App schon 5 Minuten offen gehabt. Man kann ab diesem Zeitpunkt schon das Static Ramoth fangen. Echt? Komme ich da bis komme ich in einem alten Palast bis dahin? Oder ist das auch Level 70 hier? Wahrscheinlich nicht, oder? Gehen wir mal hier hin. Nein. Gehen wir lang. Gehen wir jetzt in die Elektrolyt-Höhle? Ich glaube, das ist es, oder? Wir müssen jetzt in die Höhle gehen. Nein. Berieden sollte man sie. Ich weiß, dass ich nicht zurück muss. Warum will keiner mit mir kämpfen? Die Monson Egg Exclusive. Oh nee, wenigstens, oh nee, ich habe gerade ein Level 5 Kilometer Ei gestartet. Es war Rampenlichtstunde, da waren eine Stunde nur Unratetox. Den anderen findest du auch nicht. Dann kommen die echt nur aus Eiern? Okay. Es tut weh, weil der Drang, diese Sammler-Herausforderung zu machen, ist schon hoch, damit diese Sammler... diese Zahl schön hoch ist. Ich glaube, ich bin bei 74 oder sowas. Und ich habe so gut wie alle immer gemacht. Ein paar habe ich nicht gemacht. Verpasst oder halt einfach nicht geschafft. Aber ich glaube, die zwei werde ich dann auch nicht schaffen, weil ich werde die sicher nicht brüten in der Zeit jetzt. Du hast gestern Shiny und Ratetox in Go bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man den Manaphyant nur aus Diamant, Perl, Platin machen oder auch auf HGSS? Alle Gen 4 Spiele funktionieren. HGSS ist am langsamsten, dann kommt Platin und am schnellsten ist
Diamant und Perle. 40. Not bad. Gestern war Spotlight für ein Ratatox. Ja. Woher soll man das denn wissen? Das heißt das jetzt, aber ein Spotlight für Rotomorph kommt nicht, oder wie? Shiny Meltan müssten sie mal wieder machen. Muss ich auch dann nochmal machen, aber nur damit mein jetziges Meltan nicht Leos Mind heißt, sondern Leo. Und damit ich das Go-Zeichen dann wegkriege. Für den Origin Dex. Hallo Itachi. Kommen auch so vor, aber selten. Die aus den Eiern zählen bei mir nicht. Aha, bei Marco zählen sie nicht. So there is a chance. Ich habe jetzt zwei Eier und ein Ranger-Game ist auf dem Weg. Ich glaube, dann fange ich an. Sweet. Ich habe gestern wieder ein paar Manafis gemacht. Was heißt ein paar? Wir waren, glaube ich, bei 100... 128 waren wir, glaube ich. Und ich bin jetzt bei 140. So wenig. Ne, 200. Wir sind über 200. 240 bin ich. Genau, weil ich will ja auf 300. Genau, ich habe noch 60. Also ich bin von 228 auf 240 gestern nachgekommen, während ich einen Film angeschaut habe. Das ist traurig, dass man einen ganzen Film anschauen kann und man findet 12 Manafi-Eier. Also und jetzt hier mit dir? Ja. Wie meinst du das Go-Zeichen wegmachen? Geht das irgendwie oder was oder wie? Ja, du kannst... Also... Die Herkunft wird immer dieses Go-Zeichen haben, aber dass in Home dieser Stempel auf dem Pokémon drauf ist, in der Übersicht, den kannst du wegkriegen, indem du den originalen Weg gehst. Also du überträgst das Pokémon von Go auf Let's Go und von Let's Go auf Home. Und mit Meltan und allen Gen 1 Pokémon geht das natürlich. Das heißt... Ja, wenn du den Weg gehst, wird das Pokémon keinen Go-Stempel haben, aber die Herkunft ist natürlich trotzdem Go. Aber dieses hässliche Stempelchen ist dann weg. Und das will ich machen mit meinem Meltan, wenn es das nächste Mal welche gibt. Boah, ich habe wahrscheinlich... Nee, ich glaube, ich habe keinen Meltan in Go gerade. Aber ich könnte die Box jederzeit aufmachen. Aber wenn, dann will ich es machen, wenn... die Möglichkeit auch besteht, dass es shiny sein kann. Aber ich habe schon 3 Shinies. Aber die will ich halt auch dann so haben, dass sie kein Go-Zeichen haben. Fuck, ich habe shiny Melmetal, aber kein Let's Go. Aber nur so geht's. Werden die Steps resettet, wenn man das Ei tauscht? Nee. Nee. Warum? Also das ist ja gut. Zum Glück werden die nicht resettet. Aber was genau, warum fragst du? Ja, ich habe keine Motivation für Manafi, ganz ehrlich, weil es ist... Ich habe Sachen... Zurzeit herrscht so eine Pokémon-Flaute. Weswegen mir auch keine Videos einfallen, die ich sonst machen könnte auf meinem Kanal. Und die Videos, die ich mache, die laufen alle schlecht, weil eben eine Pokémon-Flaute herrscht. Deswegen will ich einfach Shinies finden gerade. Diese Manafi-Hand hat mir sehr viel Zeit jetzt weggenommen, wo ich hätte einige Shinies hätte finden können. Hätte. Deswegen habe ich mehr Bock auf Deoxys und Gen 5. Weil das tatsächlich mir was bringt gerade. Aber die Manafi-Hand ist trotzdem cool. Ich gehe jetzt noch auf 300 in dem Monat. Und dann war es das erstmal wieder. Dann müssen wir einfach... Wir müssen die anderen Projekte fertig kriegen. Ich habe echt das Manafi-Projekt ja nur angefangen wegen dem Eggman. Aber ich hätte es, glaube ich, nicht machen sollen. Ich hätte noch warten sollen. So ein Shiny Manafi macht sicher gute Aufrufe. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich Shiny Manafi finde, ist so viel geringer als Entei, als 4 Deoxys, als Gen 5 spielen und so weiter.
Komm, pass auf, mach es fertig. Zwei Drohnen, helf mir. Okay. Dann kann man ja die Eier schon ein bisschen ausbrüten, bevor man den Hunt startet. Ja, aber pass auf, nicht zu viel. Der Trick, Vessi, ist, also ich würde einfach sagen, brüte die Eier, also hol dir alle Eier gleichzeitig aus dem Supermarkt. Und dann brüte, dann mach den Step-Counter an und geh mit diesen Eiern 2000 Schritte. 2200. So um den Dreh rum. Und dann stellst du dich in das Pokémon Center und speicherst. Und das ist dann dein Spielstand mit den Eiern, die du ausgebrütet hast. Also bis dahin ausgebrütet hast. Das ist grob von mir jetzt gesagt. 2000 bis 2200 Schritte. Warte mal, was sagt der hier eigentlich? Ja, das machen im Moment viele Streamer. Manafi? Ja, ich behaupte, die machen mir das alle nach. Die machen mir das alle nach. Deswegen höre ich wieder auf. Ich will nicht machen, was alle machen. Ja, nein, die machen mir das nicht nach. Aber ich muss es dir genauer erklären, Vessi, dass du es verstehst. Ich habe das auch erst dann erklärt bekommen. In Gen 4, na klar, brauchst du Schritte, damit die Eier ausbrüten. Aber genau genommen gibt es Egg Cycles. Und wie viel hat Manafi? 16? 16 Egg Cycles. A 270 Schritte sind es. 10? Ich dachte 16. 10? Starte den Hunt tatsächlich wegen einem Video von dir. Nice. Nachmacher. Darf ich jetzt hoch? Moment, darf ich jetzt hoch? 10 mal 255. Okay, 10. Thoram, dankeschön. Und Slyrek, dankeschön. Danke, danke für eure Subs. 11 Monate Slyrek und 3 Monate Thora. Und vor 13 Minuten habe ich Takamura ignoriert. Ich verdammtes Arsch. Warum kriege ich das nicht mit immer? Ich weiß warum, weil ich auf YouTube streame. Nein. Vielen Dank, Takamura. Dankeschön. Und ihr anderen beiden, Dankeschön. Du hast mir Glück gebracht bei Pokémon Go. Was? Du hast ein Shando bekommen, ein Skalück. Nice. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr gut. Darf ich jetzt hoch? Ganz ehrlich, darf ich jetzt durch die Höhle gehen? Oder muss ich wieder irgendwo hin? Sagt es mir. Ich will nicht schon wieder in die Höhle gehen, dass der sagt, oh, du musst noch Sachen in Maria City machen. Was ist hier? Sau weit. Ach nee, hier kam ich her. Genau, was Dave schreibt, Vessi. Manafi hat 10 Eizyklen, a 270 Schritte. Und jetzt kann man sagen, ja, dann mach einfach 270 mal 10 und das sind die Schritte, die Manafi braucht. Ja, aber ein Eizyklus startet immer von Neuem, wenn der Zyklus unterbrochen wird. Was zum Beispiel passiert, wenn du ein Ei ausgebrütet hast. Weswegen die Eier nicht alle gleichzeitig schlüpfen. Inzwischen passiert es ja schon, dass alle Eier gleichzeitig schlüpfen. So ziemlich. Aber damals nicht, weil wenn eins von den Manafi oder wenn irgendein Ei schlüpft, dann brauchen die anderen wieder 270 und dann wieder 270 und dann wieder 270. Deswegen machst du quasi 9 Eizyklen, brütest du weg und speicherst dann, sodass du immer einen Eizyklus übrig hast, den du neu ausbrüten kannst. Okay, ich glaube, ich kann jetzt hier lang gehen. Jetzt wird mir das hier gezeigt. Okay, cool. Ich war hier schon 4-mal. Und es ist gut so, dass es so ist, Vessi, weil sonst wäre die Hunt nicht möglich. Weil jedes Mal, wenn du aus dem Connex Club wieder rauskommst, um die Eier quasi zu verschicken, gehst du einen Schritt und dann speicherst du. Das heißt, jedes Mal, wenn du 4 Manafi-Eier ausbrütest und anschaust,
speicherst du einen Schritt, brütest du einen Schritt von den Eiern wieder komplett weg. Wäre das mit den Eizyklen nicht so, sondern die Eier würden einfach runterzählen von 2000 Schritten, hättest du eine begrenzte Anzahl an Eier, die du anschauen kannst, weil immer ein Schritt weggenommen wird. Da der Eizyklus aber immer wieder resettet wird, das heißt, du startest immer bei 270, auch wenn du nur noch einen Eizyklus übrig hast, du startest immer bei 270, ist es mit dem einen Schritt egal. Das heißt, geh einfach sicher, ich habe 2000 Schritte gemacht, 2200 oder sowas, und bei mir läuft alles gut. Aber pass auf, dass du nicht zu viele Schritte wegnimmst. Aber du könntest es dir genau ausrechnen, indem du halt guckst, wann das Ei schlüpft, und dann ziehst du 270 Schritte ab zum Beispiel. Das wäre exakt genau. Aber ich habe es halt jetzt so, dass die Eier schlüpfen alle so. Also alle Eier sind bei mir geschlüpft, bevor ich meinen Starter abhole im anderen Spiel. Und schneller muss es ja nicht sein. Deswegen bin ich zufrieden mit den 2000 Eiern, die ich abgelaufen bin. Okay, du hast mich einfach nur hier reingebracht, Sharon. Danke. Es gibt einen Leuchtstein unter dem Haus. Brauche ich den? Thorax, du bist ein Monte Carbo. Brauche ich einen Leuchtstein? Kann man das mal nach vier Form bringen? Selbstverfreilich. Warte, das Haus ist aber weiter oben. Natürlich kannst du das mal nach vier Form bringen. Ich nehme ihn mit, den Leuchtstein. Was hat mir auf dem Discord? Irgendjemand hat letztens gesagt, Kobalio? Oh, tatsächlich. Koba. Sind das Roma? Moment, das sind ja... Nee, es sind gar keine Roma. Dieses Pokémon eben, das war doch... Das war das legendäre Pokémon, Kobalium. Ich hab dir doch neulich davon erzählt. Ah, Kobalium. Was für ein wundervolles Auftreten. Ich rede jetzt mit allen mehrmals. Nicht, dass der jetzt in der Höhle sagt, oh, du musst wieder mit dem Typen reden. Hallo Meguminar, du bist selbstverständlich endlich ein Frubella. Ne, wie heißt das? Frubella? Heißt es tatsächlich Frubella? Wie heißt es? Fruberl? Domi, du bist ein Irokex. Zieh die Hose hoch. Frubella, stimmt. Bailando, Bailando. Habe ich das nicht sogar schon abgeholt hier? Wo ist... Ich glaube, den habe ich schon geholt. Ah, ne. Okay. Ich weigere mich. Nein, du bist das. Du musst akzeptieren, was du bist. Hä, was? Irokex ist doch voll cool. Ich weiß nicht, Schutz an. Kein Bock mehr. Wie kann ich auch ein Pokémon sein? Du machst das, was die anderen auch machen. Du setzt Kanalpunkte ein. Bei Irokex bleibt die Hose, wo sie ist. Ich habe ja auch mit dir geredet und nicht mit Irokex. Zieh die Hose hoch. Ja, der verschwert mir jetzt wie immer noch den Weg. Du hast nicht mit Sharon dreimal hintereinander geredet. Geh zurück.
Ich muss zuerst ein Shiny finden. Du hast noch kein Shiny gefunden? Oh, sie ist weg. Ich bin durch. Ich bin durch. Wer war das? Ein Mysterium. Du hast gestern in der Nachtschicht alle Gen 8 Pokémon gelernt, heute Nacht dann alle Gen 9. Du machst das zu schnell, Megumina. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir das merkst. Wie? Oh, 3? Wir brauchen ein Video von dir, wie du alle Pokémon bis Gen 9 aufzählst, was über 1000 Pokémon sind. Auswendig, in der richtigen Reihenfolge. Es tut mir leid, aber... Klar kann man das lernen. Aber du hast es in der Woche jetzt gemacht. Wie? Doch? Okay. Wenn ich eine Sache gelernt habe, ist in 5 Jahren, dass glaube nichts, was dir jemand im Internet erzählt. Warum kann ich Walzer nur bei Klick und Fasernob machen? Weil ich links stehe? Wahrscheinlich. Ich kann nicht auf die andere Seite rüber. Achso, wir sind 3 gegen 3. Wir sind noch nicht mal. Es ist noch nicht mal ein Rundumkampf. Krass, das gibt's ja auch. 3 gegen 3? Übertrieben, ey. Braucht doch keiner. Psi-Strahl. Vor allem, dass sie dann... Die bauen das ein, aber es ist super selten, dass es kommt. Sogar du hast noch nie Black and White 2 gespielt. Dachte, damit wäre ich ganz allein, nur etwas doof, weil mich der Stream ja jetzt etwas spoilert. Keine Angst. Ich klick die Texte so schnell weg, du wirst hier nichts mitkriegen an Story. Ich krieg nicht mal was von der Story mit. Aber ich versteh's natürlich, wenn du nicht gucken willst. Hallo Piano. Benny. Hallo Louis. Nicht in der Reihenfolge, ich sehe jedoch ein Bild und weiß, welches Pokémon es ist, inklusive Vor- und Nach-. Achso, mein Gott, ja. Das kann ich auch. Ich dachte, du lernst sie in der Reihenfolge auswendig. Keine Ahnung, ich greife einfach an. Ich schau mal, wohin es führt, aber du solltest es schon genießen, zumindest beim ersten Mal. Damit genieße ich es. Ich genieße es, weil ich die Texte wegklicke. Glaub mir, ich würde es nicht genießen, wenn ich diese schrecklichen Texte lesen müsste. Isa, du bist ein Weilmeer. Retro, du bist ein Sandan. Und Benny, du bist ein Volbeat. Und auf welchem Level welche Attacken kommen? Bullshit. Du willst mir sagen, du hast von 1000 Pokémon gelernt, von jedem Pokémon, welche Attacken wann lernt? Nein. Nein, I call Bullshit. Weißt du, wie viele das sind? War das nicht Wailord? Natürlich, hab ich doch gesagt. Ja, natürlich. Achso, jetzt sehe ich erst die... Ja, natürlich, inklusive Typen und erlernbare Attacken. Ja, okay. Ja, ich lerne die Reihenfolge ja gerade auswendig, aber ich krieg's nicht hin. Ich probiere es immer wieder. Ich habe ja als Subgoal, hatten wir hier mal, dass ich Gen 1 bis 3 die Reihenfolge auswendig lerne. Gen 1 ging, habe ich schnell gelernt an einem Tag. Aber Gen 1 bis 3 ist zu viel. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht habe ich es irgendwann. Und kann ich hier was machen? Nein. Was ist das für ein Item?
Dann testen wir mal dein Wissen, Megumina. Was ist das? Oh, man wird gefragt, ob man den Schutz weiter einsetzen soll. Nice. Endivie? Das ist doch mal Nuffy, Mann. Shiny Manuffy. Oh nein, jetzt muss ich weitermachen. Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunfall, oder? Das heißt, ich muss weitermachen. Ich darf nicht aufhören. Magnet, oh. Ich darf nicht aufhören. Ja, das mit den Pixeln ist hart. Ah, Quatsch. Einfach Shiny Manuffy, krass. Was ist das? Who is that Pokémon? Ich glaube, ich weiß es. Aber es könnte auch was anderes sein. Oh, Leufeo kann es auch sein. Aber ist ja Leufeo nicht andersrum? Ich denke gerade an Sedisal. Koalelu? Oh. Sedisal sitzt doch auch so auf Dinger und hat diese zwei Dinger da oben. Backe. Es könnte echt Leufeo sein. Ich sage jetzt auch Leufeo, aber ich habe zuerst Sedisal gesagt. Ja. Leufeo. Ja, die Beine, wie es nach vorne macht und sowas, das war schon eindeutig. Gib mir einfach Geld. Okay. What? What? Was mit denen? Jetzt kommt der schwerste Kampf des Universums. Wenn ich den verliere, verliere ich 10.000. Das hier ist neu, oder? Der Bereich war, glaube ich, nicht da. Oder hier standen super viele Team Plasmas, glaube ich. Heilst du mich? Oh, Kontaktebene. Das werden wir machen müssen. Nein, bin ich nicht halb tot? Nee. Mein Flambirex geht's gut, glaube ich. Falls es die Antwort schon als Video gibt, schaue ich das gerne stattdessen. Aber wie kommt es eigentlich, dass du in Irland wohnst? Super spannend. Einfach nur, um sich besser finanzieren zu können? Oder steckt da eine Story dahinter? Und wie alt warst du, als du ausgewandert bist? Du bist ja, glaub, nur 1 bis 3 Jahre älter als ich. 32, oder? Gut geschätzt oder gewusst. Ja, ich bin 35. Warum hat der einen Ampharus? Holy shit. Ich habe es nicht mal in eine eigene Wohnung geschafft bisher und war noch nie im Urlaub. Also finde ich das Thema mega spannend. Wie alt bist du denn dann? Also, du musst doch keinen Druck verspüren, eine eigene Wohnung zu haben. Nutzt es aus, solange du kannst. 32. Achso, ja, stimmt. Da war was. Keine eigene Wohnung, 32. Ey, du lebst im Traum. Nutzt es aus, solange du kannst. Ich hoffe, deine Wäsche wird gewaschen. Ich hoffe, du musst kein eigenes Essen machen. Bin fast 40, habe Wohnung, aber trotzdem kein Geld für Urlaub. Bald können wir alle Urlaub machen mit VR. Nehmt euer Handy, schnallt es euch vors Gesicht und schon seid ihr in Tokio. Grafik wird auch immer besser. Ich mache und zahle alles selber, aber diese Zwangs-WG ist gar nicht angenehm. Achso, WG. Ich dachte, du lebst noch quasi bei den Eltern. Das ist hier in der Sackgasse. Ich bin falsch. Okay, okay, okay. Gut trainiert. Akuma, du bist der Tragosso. Das Urlaubwetter kommt alleine nach Deutschland. Eben, in 10 Jahren ist überall Sahara.
Oder überall Dubai oder überall Südafrika. Beste Änderung ever. Schutz automatisch weitermachen. Achso, Zwangs-WG mit Eltern. Achso, okay. Moment, hier kam ich her. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Warte mal, ich erzähle gleich. Aber warum? Jetzt finde ich doch den Weg nicht. Ich habe doch so angegeben. Hier einfach muss ich lang. Hier geht's lang. Wir sind ausgewandert, weil meine Partnerin ein super Jobangebot gekriegt hat und wir schon immer woanders leben wollten. Und dann sind wir vor fast fünf Jahren hierher gezogen. Bald müssen wir eine neue Wohnung finden, weil wir hier rausgeschmissen wurden. Wieso trägst du eigentlich eine Cap, um Leute wie du zu nerven? Anscheinend. Weißt du, das ist wie eine Frau zu fragen, warum sie Schminke trägt. Das macht man auch nicht, oder? Du Arsch. Auf jeden Fall. Die Fossilien Pescryodon zum Beispiel haben mich ein bisschen gebrochen. Aber dann habe ich das System dahinter verstanden. Ja, die sind zusammengewürfelt. Eine neue Wohnung, dann ändert sich die Kulisse. Vielleicht nicht. Ich würde sie gern ändern. Ich hätte gern größeren Raum. Ich würde euch gern mehr vom Raum zeigen können. Aber ich kann nicht, weil der Raum so klein ist. Ich habe viel mehr Zeug. Ich könnte viel größere Räume ausfüllen mit dem Zeug, was ich habe. Oh Gott, Star-Lobor. Oh oh. Wie ist eigentlich Irland so? Geht da was? In welcher Hinsicht? Wann kommt der Röhrenfernseher an? Ich glaube nächste Woche. Und ich musste lachen, als du gesagt hast, wie hast du es formuliert? Einfach nur, um sich besser finanzieren zu können? Nein. Würde ich nicht hier leben, würde ich vielleicht sogar Plus machen mit meinem Job hier. Aber weil ich in Irland lebe, geht alles, was ich über YouTube und so einnehme, geht alles drauf, um hier überhaupt zu überleben, wenn überhaupt. Ich verdiene sogar wahrscheinlich weniger, als ich bräuchte, um hier zu überleben. Irland ist sehr, sehr teuer. Ich rede da hier viel zu oft drüber. Aber immer, ich finde es interessant und Leute interessiert es. Aber ich hab Angst, dass ich das so oft sage, dass das rüberkommt wie, hab Mitleid mit mir. Nein, Leute, ihr wisst, ich bin ein privilegiertes Arschloch. Ich brauche kein Mitleid und ich brauche auch nicht eure. Alles ist gut, ne? Ich mache alles hier nur zum Spaß. Ich kenne die Steuern in Irland nicht. Standardmäßig nimmt man bei Steuern ja an, dass sie auswandern, um Steuern zu sparen. Ja, wir nicht. Hier sind Steuern ganz... oh, shit. Warum ist der schneller? Ach, weil ich paralysiert bin? War ich paralysiert? Ah, okay. In dem nicht so ist, ist das überraschend. Irland ist eine Steueroase für große GmbHs, weswegen hier die ganzen Apples und die TikToks und die ganzen Googles und so sitzen. Vielleicht haben wir ja krasses Glück. Oha, oha, oha. Mein Sisuk jetzt ist Level 30. Ich bin aber keine große GmbH. Außer, also vielleicht hast du das gedacht, aber ich bin einfach nur eine Privatperson, die Geld verdient und das versteuern muss wie jeder andere. 20% Steuern bis zum gewissen Betrag. Ich glaube 21.000 oder 24.000 und über 24 oder 21.000 sind es 40%, die du versteuern musst. Aber das ist normal, wie in den meisten Ländern auch. Hier leben ist sehr teuer.
Ich habe 30 Jahre in München gelebt und hier sind die Mietpreise doppelt so hoch. Und auch vieles Essen. Also inzwischen ist München auch noch teurer geworden. Oder ganz Deutschland. Ich kann es nicht vergleichen, weil ich nicht mehr in Deutschland lebe, aber was ich höre. Aber hier, wir zahlen 2000 Euro Miete für 50 Quadratmeter. Da kriegst du wahrscheinlich in München oder in Deutschland ein bisschen was Krasseres. Beziehungsweise wir zahlen das, weil wir müssen. Wir zahlen das nicht, weil wir sagen, oh ja, die Wohnung ist unglaublich schön, deswegen zahlen wir 2000 Euro. Nein, das ist das Günstigste, was du finden kannst. Deswegen nein, deswegen musste ich lachen, als du sagtest, bist du hierher gezogen aus finanziellen Gründen. Nein. Ich würde definitiv in München oder vor allem auf dem Land irgendwo in Deutschland definitiv ein sparsameres Leben haben als hier. Aber hier ist, wo der Job uns hingebracht hat, also meine Partnerin. Warm oder kalt? Das war jetzt grob gesagt warm. Hier gibt es das System von warm und kalt nicht so wirklich. Also du zahlst keine Warmkosten und dann kriegst du was zurück oder sowas. Jeder zahlt. Also es gibt nur den einen Betrag, Kaltkosten quasi. Und du zahlst alles andere selber. Aber so grob sage ich immer 2000 Euro. Weil Internet kostet halt 60 im Monat. Strom. Es gibt nur Strom. Es gibt kein Wasser. Wasser ist umsonst in dem Land. Und wir haben hier nur Strom, kein Gas und kein Wasser, weil es ist nur Strom. Alles wird mit Strom gemacht. Auch das Wasser wird erhitzt mit Strom. Deswegen, wir zahlen Stromkosten, keine Ahnung, 300, 400 Euro im, alle zwei Monate wird es abgerechnet, warum auch immer. Man, ich habe überlebt. Ich habe null aufgepasst. Ich habe es geschafft, den Kampf, wegen Seso-Kids. Nein, das war der erste Kampf, den ich nicht nur mit Flambirex gemacht habe. Ah, es tut mir leid. Run is dead. Hallo N. N hat sich jetzt nur N genannt. Mein Ex-Arbeitgeber hat auch seinen Hauptsitz in Irland, ja, weil die Steuern sehr gut sind für die großen Unternehmen. Hallo Fire Rabbit. Hat sich der Dobwechsel dann überhaupt gelohnt, wenn man in Relation zu den Kosten sieht? Doch. Meine Freundin verdient sehr gut in der Tech-Branche verdient man sehr gut. Und deswegen ist ja dieses Land so teuer oder diese Stadt so teuer. Das Land ist nicht teuer. Du kannst auch woanders hinziehen in Irland, wo es nicht so teuer ist. Aber Dublin ist halt wegen der Tech-Branche so unglaublich teuer. Magma. Was ja auch das Problem ist in diesem Land, dass alle, die nicht in der Tech-Branche arbeiten, leben in einer sauteuren Stadt, ohne viel zu verdienen. Das ist halt die krasse Kehrseite davon, weswegen das Land auch krass abgefuckt ist, leider. Aber natürlich, du verdienst in der Tech-Branche mehr, als du hier ausgibst. Also kommt drauf an, wie du lebst und sowas. Aber wir leben sehr sparsam. Hallo Sarah. Hallo Lea. Wo bist du, Lea? Hallo Records, hi. Lange nicht mehr gelesen, kennst du mich noch? Nö. Dachte, hinter dir stehen 14 Cutter und 4 Storywriter für deine Videos. Das wäre sehr traurig. Dann sind meine Videos sehr schlecht. Aber ich habe mir das oft überlegt. Ich würde gern so ein fettes Ding aufbauen, wo ich tatsächlich Leute bezahle, dass sie für mich arbeiten und ich nur die Ideen habe. So wie das große Content Creator natürlich machen. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich da anfangen soll. Beziehungsweise du bräuchtest quasi Startkapital und müsstest die ersten Monate, Jahre ins Minusgeschäft gehen, ins krasse Minusgeschäft. Und dann hoffen, dass sich das alles lohnt, wie bei halt jeder, bei jedem großen selbstständigen Objekt, Projekt oder sowas. Ich wüsste gar nicht, wo ich die Leute finde, herhole und sowas, die dann für mich arbeiten und sowas.
Du müsstest die Leute bezahlen, also du würdest halt in krasses Minusgeschäft erstmal gehen und hoffen, dass sich es irgendwann lohnt und du irgendwann profitabel bist. Ich schneide halt gerne selber. Aber das wäre eigentlich das Erste, was man abgeben muss. Hallo Toni. Kann ich jetzt auf Route 7 meinen Cook mal da holen? Du schneidest sehr gut. Oh. Danke, aber nee. Also danke, aber nee. Es gibt, also ich könnte Leute engagieren, die würden da ein Meisterwerk draus machen. Oder ich könnte fünfmal so viel Zeit reinstecken und es so viel besser machen. Aber ich sage mal, es reicht für das, was ich mache. Die kenne ich, warte mal, die war auch im ersten Teil, oder? Geraldine. Turm des Himmels ist doch der Geisterturm. Ach, hier war diese Flugarena, genau. Wo ist Route 7? Kann ich auf Route 7? Ich will einen Guck mal da fangen. Hier ist Route 7. Geh mal schauen, ob wir auf Route 7 können, wahrscheinlich. Hi, wie weit bist du mit Gen 5? Beziehungsweise, was fehlt dir noch? Ich habe alles in Gen 5, was ich für einen Gen 5 Origin Dex brauche. Zählt das hier als hohes Gras für Guck mal da? Wahrscheinlich. Was? Hohes Gras oder einfach normales Gras? Das war nicht mal ein Pokémon Center, oder? Dunkles Gras, hohes Gras. Zählt das als hohes Gras oder dunkles Gras? Beides ist egal. Beides, überall ist, guck mal da. Also ich glaube, das hier ist einfach normales Gras. Schmeckt das Bier in Dublin besser als in München? Kann ich dir nicht sagen, ich mag Bier nicht. Gen 5 ist fertig, was Pokémon anbelangt, aber es ist sehr langweilig. Deswegen mache ich es mir schwerer und ich fange alle Pokémon mit versteckter Fähigkeit, was wir gleich machen werden. Also die ich finde. Und ich fange Gyarados auf Level 1, ich fange Ends Pokémon, ich hole mir die Shiny-Geschenke, ich mache Traumradar. Das heißt, Gen 5 wäre eigentlich fertig, aber da ich es mir schwerer mache, brauchen wir noch ein bisschen. Da ist es. Streamst du nicht mehr auf Twitch? Doch, ich streame gerade auf Twitch, Olsi. Soll ich einfach werfen? Der verreckt doch. Verreckst du, wenn ich eine Gewissheit mache? Ich glaube, du überlebst eine Gewissheit. Okay, gut. Ich habe einen Meisterball gekriegt. Wo kam der denn jetzt her auf einmal? Ich habe jetzt schon einen Meisterball. Soll ich Gyarados auf Level 1 eigentlich einen Meisterball fangen? Ich muss, oder? Yes. Wo hast du eigentlich die Maske aus Majora her? Finde die ziemlich cool, auch wenn ich mich in Majora's Mask echt gestresst fühle. Die ist von Etsy. Geh auf Etsy und gib Majora's Mask ein. So, da ist das. Guck mal da. Was kannst du denn? Kannst du denn Hypnose und Superzahn? Du kannst Superzahn. Lernst du noch Hypnose? Vielleicht ist Hypnose schon zu spät? Wann lernst du Hypnose?
18. Ah, Hypnose wurde überspeichert. Mist. 36 ist Horrorblick, brauche ich aber gar nicht. Ich brauche nur Hypnose und Superzahn. Das war meine Taktik. Kannst du Trugschlag eigentlich lernen? Würde ich Trugschlag denn haben? Ja, du kannst gar keinen Trugschlag lernen, du dummes Guck mal da. Oder? Na, ist nicht aufgelistet. Lernst du von alleine Trugschlag? Nee. Kein Trugschlag? Aber macht nichts, Superzahn. Gibt's Hypnose TM in Gen 5? Herzschuppe habe ich sicher noch nicht. Sicher noch nicht. Aber ich könnte natürlich eine suchen gehen. Aber ehrlich gesagt reicht es auch. Ich werde nicht die krassesten Pokémon fangen. Superzahn ist halt das, was ich wirklich wollte. Wo steht die TM-Nummer von Hypnose? Hat Hypnose überhaupt eine TM? Steht nirgendwo. Zugreifer, Kristall, Zusatzeffekt, Stärke, Kategorie, Ausdruck. Nirgendwo steht TM. Ich glaube, Hypnose gab's noch nie als TM. Tarnpiekung lernt ja Pilzspore. Tarn, aber der hat keinen Superzahn. Tarnpignon. Pilzspore 48. Wobei, Gen 5? 50. Gen 5 ist Level 50. Bald lernt es Pilzspore, ja. Ach, das passt schon. Okay, schauen wir mal, was ich denn überhaupt holen kann jetzt schon. Also, guck mal da auf Route 2. Und auf Route 7. Da sind wir gerade. Wir können hier gucken, was auf Route 7, was wir da finden. Dausinghof. Wo ist das? Ich glaube, da bin ich noch nicht. Felelu ist Route 5. Eliseba ist Route 3. Flecknoll ist Route 6. Matrifol, Hain der Täuschung. Bin ich, glaube ich, auch noch nicht. Wüstenresort, die haben wir. Symbolara haben wir. Deponitox Route 9, da sind wir noch nicht. Picochilla ist Route 5, das haben wir schon, brauchen wir aber noch eins. Tarnpignon brauchen wir auch noch eins. 5, 6, 13. Okay, 5 und 6 checken wir eh. Also ich check eigentlich jede Route jetzt. Bucht von Ondula, da sind wir noch lang nicht. Petsneef ist Route 7. Linfu ist 22. Bisofunk ist Route 9. Oshakwill ist Route 4. Warte, ist heute? Heute ist Mittwoch, ne? Heute ist kein Griffeldes. Aber morgen ist Griffeldes auf Route 4. Das dürfen wir nicht vergessen. Morgen Griffeldes auf Route 4. Heute ist Mittwoch, oder? Ja. Morgen Griffeldes auf Route 4. Nicht vergessen. Okay. Das heißt, wir können nicht so viele checken, aber ein paar. Also Route 2, 7, 5, 6. 2, 7. 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Okay. 2, 5, 6, 7. Wie lange dauert das Projekt denn schon? Du kannst auf Leos Archiv jeden Stream nachschauen und auch, wenn du willst, die Zeit zusammenzählen. Aber ich glaube, wir sind bei Folge 16 jetzt. Ich glaube, das ist Folge 17. Und jeder Stream ging mindestens 4 Stunden. Also 17 mal 4. Mindestens. Eher mal 5 wahrscheinlich. Okay, 7. Wo ist bei Route 7 eine versteckte Lichtung? Wir müssen genau gucken. Ich will gerade nicht gegen die kämpfen. Ah, da. Easy.
So. 5%, dass da was ist. Aber ich glaube, das erste Mal, wenn man eine Lichtung betritt, ist immer was da. 20%, dass es ein Pokémon ist. Und die Pokémon selber sind auch noch in Raritäten eingeteilt. Deswegen ist es eigentlich sogar weniger als 20%, dass es das Pokémon ist, was man will. Und dann nochmal 50%, dass es das richtige Geschlecht hat. Und je nach Pokémon brauche ich es in weiblich oder männlich, weil ich es züchten muss oder nicht. Und hier ist nix, aber es gibt versteckte Items. Feuchtmulch. Ugh. Was ist ein Feuchtmulch? In Regionen, wo man Beeren anbaut, mengt man ihn unter weiche Erde. Okay, danke für nix. Das war der Route 7-Check. Fail. Hallo Mauslo. Crit Team hat Call gemacht vor 16 Minuten. Bist du noch da? Dann gehen wir jetzt auf Route 2. Da war ich auch noch nie. Moment, da komme ich noch gar nicht hin. Oh, ich komme gar nicht auf Route 2. Kann ich einfach hier nach rechts laufen bei Stratos City? Muss man seltener gießen. Ey, ich habe noch nie von feuchtem Mulch gehört. Wann hast du mit dem Origin Dex angefangen? Du hast ja, glaube ich, erst Gen 2 gemacht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Komme ich hier durch? Komme ich hier nicht durch? Krass, okay, wir können Route 2 nicht machen. Also 5 und 6. Hallo Marco. Und doch ziemlich wenige Checks, an die ich machen kann. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe einfach... Ich hab's vergessen. Ich werde wirklich dement. Also ich meine es ernst. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum ich angefangen habe damit. Aber Ich habe Gen 2 angefangen, aber ich habe, glaube ich, Gen 1 fertig gemacht vor Gen 2. Gen 1 habe ich nur komplett offline gemacht. Und Gen 2 habe ich dann mit euch gemacht. Deswegen, nee, ich habe schon mit Gen 1 angefangen. Aber ich habe das für mich gemacht und ich habe erst später realisiert, dass ihr das irgendwie cool finden könntet. Und dann habe ich es live gemacht, als ich Gen 2 angefangen habe. Ist das nicht sogar hier? Hier oben, oder? Da. Hm. Den gibt's auch mit versteckter Fähigkeit, aber in einer Lichtung. Wen haben wir denn hier? Lucy. Du bist ein Schlurm. Okay, dann kriegt Cry. Cry kriegt die Punkte zurück für den Call. Sag mal, was ist dein absolutes Lieblings-Pokémon und welches dein Hass-Pokémon? Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Da steht's. Da steht, was mein Lieblings-Pokémon ist. So, den haben wir sicher sogar, glaube ich, schon zweimal gecheckt hier. 5%, dass hier überhaupt was ist und es ist nichts da. AP Plus, ey. I, warum ist die Nachricht grün? Weil du... grün bist. Hallo, Roadrip. Okay, 5. Wir finden gar kein Pokémon, ich sag's euch. 5, 6... Hatten wir 6 gecheckt vorhin? Nee, ne? Nee. Und dann bräuchte ich Surfer, um die andere zu checken. Ich meine, das von Road. Warum die Nachricht grün ist?
Weil das eine First Message ist. First Messages sind grün. Was meinst du? Seit über einem Jahr ist es so. Oder seit 2 Jahren. Ich glaube, das war da oben neben der elendigen Züchterin. Hier. Nee, die sind lila. In Chatterino sind sie lila. Und auf Twitch sind sie grün. First time chat from a raid. Ah, das kann sein. Ausrufezeichen Hass. Und welches Pokémon magst du dann überhaupt gar nicht? Ausrufezeichen Hass. Okay, hier ist tatsächlich gar nichts. Schade. Welches Pokémon ich gar nicht mag, ist zum Beispiel Gelatino oder Pantimos. Und Route 7 habe ich gerade gecheckt, oder? Da ist auch nichts. Nix. Ich glaube, das wird anstrengender, als ich dachte, die alle zu finden. Kann ich zum Hain der Täuschung? Okay, warte mal. Ich kann... Oh ne, Strawickel gibt es mit versteckter Fähigkeit. Welches Pokémon ist das, was mir fehlt? Es gibt ein normal zu fangendes Pokémon. Ich glaube Frubel. Ne, das war andere Gen. Was war das? Stinknormales... Also Strawickel hier... Hä? Es gab doch etwas. Ah nee, das habe ich ja dann in Weiß gefangen. Ich habe an die beiden hier gedacht. Nee, ich habe mich in der Zeit vertan. Okay, nee, wir können nix. Hain der Täuschung. Wo ist der Hain der Täuschung nochmal? Wo ist der Hain der Täuschung? Kann ich da schon hin? Wahrscheinlich nicht. War der Hain der Täuschung nicht hier? Da, genau, da kann ich nicht hin. Außer die lassen mich da durch. Vielleicht lassen sie mich da durch. Ich glaube nicht. Flampivian habe ich schon. Das haben wir doch in Schwarz-Weiß gemacht. Das ist nicht Schwarz-Weiß 2. Also hier gibt es es wahrscheinlich auch, aber... Ich glaube, ich werde hier nicht durchgelassen. Hier oben. Mariko, du bist ein Enton. Oh, oh, oh. Ich glaube, hier steht jetzt aber einer. Ich glaube, der lässt mich nicht durch. Ja. Oh, wobei. Vielleicht nur ein Kampf. Oh. Irgendwo ist sicher Stopp, aber vielleicht komme ich noch zu einem versteckten Hain. Ich glaube, da ist Stärke davor. Ich glaube, ich brauche Stärke. Warte, ich habe Stärke. Arthur, danke, ich weiß, wo der ist. Ich gehe da gerade hin. Ah, verdammt. Also ich werde die Arenen immer noch probieren mit Flambirex, aber jetzt gerade habe ich halt andere Pokémon im Team wegen Fangen und sowas. Ich bin auch stark genug für Stärke, ja, oder? Falsches Spiel, das Rotomorph. Falsches Spiel. Ich komm dahin, oh mein Gott. Hain der Täuschung, Matrifol. Matrifol brauche ich aber in weiblich, weil das muss ich brüten, weil es kommt nur Matrifol. Matrifol, Matrifolius. Wie stark sind die hier? Mal schauen. Und ja, okay, dann kann ich doch keine versteckten Fähigkeiten fangen, weil überall war nichts. Dann muss ich... Route 9 bin ich bald.
Dausinghof. Wo ist Dausinghof? Wobei, das ist, glaube ich, Dausing ist doch die Startstadt von Schwarz-Weiß. Da darf ich auch nicht hin. Voll gemein. Nagelotz ist 2 und 7. 2 kann ich nicht und 7 war es nicht. Tampion 5, 6, 13, 22. Warte mal, 22 ist da, wo ich, glaube ich, das Spiel angefangen habe. Das könnte ich noch checken, ob 22. Und Ewigenwald, war ich nicht schon im... Nee, Ewigenwald ist auch Anfangsgebiet, wo ich nicht hinkomme. Ich könnte noch einem Tapion noch gucken auf Route 22. Eventuell. Das ist der Ort vom Anfang, aber unserem Anfang oder vor 2 Jahren Anfang? Wir gucken gleich. Aber zuerst gucke ich jetzt hier weiter. Ich glaube nicht, dass ich... Ah, da ist es. Es geht. Ist hier irgendwas? Passiert hier irgendwas? Hain der Täuschung. Okay. Oh Gott. Ich will nicht kämpfen gerade. Oh Gott, da ist safe einer drin. Wo ist hier... eine Lichtung? Schwer zu sehen, hier sind die Bäume ganz anders. Ah, hier. Haha. Wie sogar da steht, wie cool. Wie cool das gemacht ist. Ich finde die sehr cool. Matrifol muss weiblich sein, weil ich muss die Vorentwicklung züchten. Damit die auch die versteckte Fähigkeit haben. Wenn das nicht weiblich ist, das Geschlecht, ich hätte gar nicht speichern müssen, das Geschlecht ist festgeschrieben. Also, wenn das jetzt männlich ist, muss ich irgendwann wiederkommen und hoffen, dass es weiblich ist. Aber ich weiß auch nicht die Wahrscheinlichkeit. Warte, lasst mich zuerst, ich zeige euch zuerst, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Matrifol nochmal kommt. Versteckte Lichtung. Panaero, Riesengrotte, Hain der Täuschung. Matrifol ist tatsächlich nicht sehr selten. Es ist häufig. Nicht sehr häufig, aber häufig, dass es kommt. Ja. Das heißt, wir haben, dass es wiederkommt, 5%. Und ich schätze 20, 15% oder sowas, dass es dann auch ein Matrifol ist. Das seltenste hier ist Pinsi und Scaraborn. In Schwarz-Weiß ist es Scaraborn. In Schwarz 2 ist es Scaraborn. Also Matrifol gar nicht so unselten, dass es wiederkommt hier. Aber das wird jetzt einfach weiblich sein und alles ist gut. Fuck. Soll ich es trotzdem fangen? Ich fange es trotzdem, weil ich muss es sowieso wegmachen. Entweder killen oder halt fangen. Mist. Aber gut, dann habe ich schon mal eins. Dann muss ich eins weniger brüten. Bitte männlich. Oh, so nett. So nett heute, Arthur. Okay. Nochmal Superzahn. Da kommen unterschiedliche Pokémon. Ja. Jeder Hain hat so 5, 6 verschiedene Pokémon, die erscheinen können. Und Items. Dass ein Pokémon erscheint, ist 20%. Und innerhalb der 120% ist halt dann nochmal, welches von den Pokémon auftaucht. Und dass überhaupt etwas auftaucht, ist 5%. Aber das hier ist schon mal gut, dann muss ich eins weniger brüten. Aber ich muss trotzdem ein weibliches noch fangen. Sprich den Typ mal an, der vor dem Baumstumpf. Matrifol ist cool. Aber die andere Gottesanbieterin ist cooler. Die aus Gen 7. Oder? Die ist Gen 7. Die... Ach, wie heißt's? Soll das überhaupt eine Gottesanbieterin sein? Nee, oder? Das ist wahrscheinlich so ein Blatt. Das sind wahrscheinlich diese Insekten, die Blätter imitieren. Das ist gar keine Gottesanbieterin. Einfach Salat. Okay.
Das Käfer-Pokémon-Kopfsalat. Gimmi, gimmi. Soll ich nochmal Superzahn machen? Kann ich guck mal da Donnerwelle beibringen? Guck mal da. Ich glaube schon. Ja, Donnerwelle. TM73 in Rayono City kaufen wahrscheinlich, oder? Vielleicht kann ich die kaufen. Ich kann die kaufen für 10.000 in Rayono City. Nice, okay. Kaufe ich mir gleich mal Donnerwelle. Eine Stabschrecke. Ja, ja. Stimmt. Aber es gibt dann auch Stabschrecken, die wirklich wie Äste aussehen und welche, die dann noch so aussehen wie Blätter. Das ist auf diese Käfer angelehnt, die ihre Jungen in Blätter entwickeln. Oh, entwickeln. Ach, einwickeln. Ich lese alles in Pokémon-Tammy-Sprache. Also, dass das nicht drin bleibt, ist ein bisschen übertrieben. Na gut, das ist auch die letzte Entwicklung. Ein wandelndes Blatt. Heuschrecke. Okay, eins weniger. Aber wir brauchen es noch in weiblich. Wir haben ja den Meisterball. Mhm. Der ist für Gyarados. Oder wenn ich hier Kyurem Shiny hatte. Der Typ neben dem Daumenstumpf. Weh, der will mit mir kämpfen und hat 10 Geobats. Kannst du zufällig ein Pokémon namens Zoroark? Oh ja, beeindruckend. Wahrscheinlich hast du dich über Zorok informiert, damit du nicht Opfer eines seiner Streiche wirst. Habe ich recht? Stimmt, wer anderen blind vertraut, muss mitunter einen Preis dafür zahlen. Aber das ist immer noch besser, als ein Leben in ständigem Zweifel zu führen. Hier ist ein kleines Geschenk für dich. Standporke. Okay, dankeschön. Danke für den Tipp. Wir haben hier das Zoroark gefangen in Schwarz-Weiß. Das war cool. Das war echt verdammt cool. It is! Schmeiß ein Pokéball in den Rücken. Okay, das war cool. Okay, okay, okay. Nice, danke fürs Sagen. Cool. Aber ein Zoroark wäre cooler gewesen. Nein. Genau deswegen. Das ist cool, ja. Hain der Täuschung. Aber das Event, wo man es fangen konnte, und dann rennt sich diese Frau da aus dem Wohnwagen an, das ist auch cool. Und dann ist es immer ein weibliches Zoroark. Das ist schon cool gemacht. Okay, wir haben hier also Dowsing. Das heißt, hier in Dowsing gibt es auch eine Lichtung. Zoroark kann menschliche Sprache. Es kann halt perfekt alles imitieren. Ich habe übrigens mit dem N hier Erinnerungstypen nicht geredet. Mit dem reden wir erst, wenn ich die Story durch habe. Zoroark ist ziemlich süß. Ja, das habe ich geschenkt gekriegt hier im Spieldurchlauf. Aber das haben wir auch von dem Event in Schwarz-Weiß. Kann man das in Schwarz-Weiß 2 nicht fangen? Ich weiß es nicht. Ich habe ein Zoroark-Geschenk gekriegt. Vielleicht kriege ich nur das und kann es halt entwickeln. So, hier gibt es in der Stadt eine Lichtung. Wenn, dann oben, oder? Weil sonst sehe ich ja nicht. Wobei, hier könnte ich es auch sehen. Hier zählt nicht mehr. Hier zählt noch. Hier zählt nicht mehr. Hä, wo ist es? Sieht es irgendwie anders aus? Oh, da ist was. Für die VL wird auch Surfer benötigt. Oh, nö.
Wo ist denn hier Surfer? Ich schätze mal, ich lerne aber bald Surfer, oder? Ich lerne, glaube ich, bald Surfer und dann können wir viel machen. Wo ist hier überhaupt Surfer? Hier ist doch überhaupt kein Wasser. Wahrscheinlich irgendwo anders und dann komme ich von irgendwo... Hier ist nirgendwo Wasser. Wo soll ich denn hier überhaupt surfen? Auf dem Hof. Aber auf diesem Terry-Bark-Hof. Das zählt als Dowsing. Wahrscheinlich von hier, dann da hoch oder da runter. Okay, okay, okay. Ich gucke mich trotzdem noch mal kurz um. Ich muss auch gucken, vielleicht bei Route 22. Aber ich schätze halt, das Route 5 Ding war die erste Lichtung, weil die wurde mir storymäßig vorgestellt. Dann ist das lange die erste. Ach, Dowsing Hof. Stimmt, ich muss ja auch auf den Hof. Ich war ja eh falsch. Aber mal gucken, vielleicht erinnerst du dich falsch? Pokémon, richtig. Hallo Rubin. Ah, ich muss hier rüber. Aber egal, wenn ich hier rüber gehe, ist da sowieso auch nichts. Da unten komme ich nicht hin. Da ist auch nichts. Geiles Game. Ja. Oh. Nirgendwo sehe ich überhaupt, wo es sich lohnen würde zu surfen. Also da, wo man dieses Terrybug finden musste, dort kann man surfen und da ist dann die VL. Ah, da muss ich... Echt, da war Wasser? Da war auch gar kein Wasser. Ich guck mal. Übrigens kann man hier neben Lauros Haus die Form von Keldeo ändern, wenn man die drei anderen Ritter dabei hat. Wenn man die drei anderen dabei hat, aber nur. Aber jetzt hier 1000 Euro Frage. Ich überlege, ob ich das mache. Ich kann ja die drei Ritter rüber tun und eins von meinen Keldeos rüber tun und dann hier einfach die Form ändern. Weil ich glaube, beide, die ich gekriegt habe, haben die gleiche Form. Die Frage ist, ich glaube, das hatte hier mal jemand gesagt, dass Keldeo in Bank nicht die Form behält. Somit macht es gar keinen Sinn, das hier zu machen. Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem machen, um zu zeigen, dass es nicht geht. Aber irgendwie auf Home bleibt die Form ja. Also warum sollte sie in Bank denn weggehen, die Form? Doch, bleibt die Form. Dann würde ich das hier einmal machen. Geht das jetzt schon oder erst, wenn ich das Spiel durch habe? Oder müssen es die drei Ritter sein aus dem Spiel? Behält die Form, behält die Form. Doch, doch, doch. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Aber es kann sein, dass das erst geht, wenn ich hier die Ritter gefangen habe, oder? Also es würde ja Sinn machen. Nee, die müssen nicht aus dem Spiel sein. Aber ich gehe mal zu ihm. Vielleicht sehe ich an dem Dialog, dass es schon geht. Da wackelt was. Aber auch hier ist nirgendwo Wasser. Ich glaube, stimmt, ganz rechts ist dann Wasser. Du hast es mit denen aus Black and White gemacht. Okay. Moment mal, Delta Amalia, das war Quaffaff, der die Form nicht behält. Ich weiß doch, ich weiß doch. Aber Bank funktioniert manchmal ein bisschen anders als Home. Ich weiß, dass Quaffaff die Form nicht behält. Das behält nicht mal die Form, wenn man es in die Bank tut. Also in die PC-Box tut. Hier, oder was? Oh mein Gott, wie gemein. Okay, krass. Gut, dann haben wir aber trotzdem noch Route 22, die wir einmal checken können. Die nicht hier ist. Oh Gott, Route 22 ist hier oben, oder was? Oh Gott, okay. Dann kann ich echt nichts mehr checken, oder?
Ewigen Wald komme ich nicht hin. 22 komme ich nicht hin. 13 komme ich nicht hin. Bucht von Undula komme ich nicht hin. Die ist, glaube ich... Wo ist nochmal die Bucht von Undula? Ich glaube hier? Nee. Hier unten? Nee. Wo ist die Bucht von Undula? Da, ganz weit weg. Okay. Das ist eine ganze Stadt. Undula, Bucht von Undula. Okay. Petsneef, Route 7, war nix. Wüstenresort haben wir schon. Hain der Täuschung haben wir gerade gemacht. Müssen wir wieder machen. Ein paar Mal. Route 3 war nix. Route 6 war nix. Ah ne, auf Route 3 kommen wir gar nicht, ne? Genau, Route 3 kommen wir nicht. Dowsinghof kommen wir nicht hin. Okay, wir haben alles probiert, was gerade geht. Okay, jetzt der Typ, der neben dem Hof steht. Okay, ich rede mit dem. Das ist richtig, Kay Aga, genau. Sehe ich das richtig, dass Amalia heute zum ersten Mal hier auf Twitch dabei ist, nachdem sie auf YouTube immer dabei war, aber YouTube so verteidigt hat? Hast du es auf Twitch geschafft heute? Wo? Welcher Typ? Du? Lauro? Wuff, wuff. Ist das Lauro? Wo ist Lauro? Nicht im Hof, neben Lauros Haus, also in der Stadt oben. Ei, kompliziert. Hey Frankie, ich habe gehofft, dass ich im zweiten PLA-Spielstand den Pin bekommen habe. Und hast du nicht, solange der Himmel noch rot ist und die Verzerrungen häufiger erscheinen, aber ich bin vorhin mal den Decks durchgegangen. Wie meinst du, den Spielstand den Pin bekommen habe? Solange der Himmel noch rot ist und die Verzerrungen häufiger erscheinen. Das kann, geht doch gar nicht, weil... Wie willst du denn den Pin haben... Wenn du die Story nicht durch hast, ich glaube, das geht gar nicht, oder? Haus ganz oben. Bis da. Ach, Lauro, jetzt checke ich erst, wer Lauro ist. Hallo, Lauro. Also, das klingt nicht so, als ob der das macht. Das klingt so, als ob der zuerst sehen möchte, dass ich alle Arena-Orden haben soll. Aber noch hast du eine weitere Reise vor dir. Kann natürlich sein, dass wenn ich mit Keldeo hier aufkreuze, dass er dann was anderes sagt. Aber das klingt erstmal so, als muss ich das Spiel erst durchspielen. Achso, es gibt hier so ein... Achso, hier gibt es einen Weg nach oben. Achso, oh, oh, okay. Okay, okay, ja, ja, okay, okay. Muss ich einfach hier auftauchen? Das sieht sehr verdächtig hier aus, ja. Drei tiefe Risse hineingekratzt. Drei? Bedeutet das etwa Lavados, Arktos und Zapdos? Oder etwa Entei, Raikou und Suicune? Was mag es bedeuten? Du kennst das nicht mal, nie gesehen? Haha. Dann ist ja super, dass ich noch nicht angefangen habe, Pokémon zu übertragen. Dann würde ich das jetzt einfach mal machen. Warum nicht? Infrarot und so. Wo ist mein Gameboy? Ach ja, der wird aufgeladen. Also, mal gucken, ob ich überhaupt zwei gleiche Keldeos habe. Mm-mm-mm.
Macht ja auch Sinn, wer behält schon die Frisur, wenn man sich schlafen legt? Pokémon Go Quaffaffs. So, schwarze Edition. Da sollte ich ja alles haben. Dann kann ich hier... was muss ich anklicken? Ratlos. Nein. IR. Tausch. Und dann hier... komische Fach aufmachen. Immer wenn du mir irgendwas sagst, Isa hat irgendwas mit Infrarot zu tun. Alle deine Tipps haben was mit Infrarot zu tun. Tada. Schauen wir mal, was das für Keldeos sind. Ihr seht das jetzt nur leider nicht gescheit. War. Wie kann ich... Na hier. Wo bist du? Wo bist du? Das ist meine Legibox. Hier. Wo ist meine Mystery Gift Box? Hier. Ein Keldeo. Ich sehe nicht, welche Form das hat. Aber sie sehen beide gleich aus. Würde ich hier schon eine andere Form sehen? Ich glaube nicht, oder? Man sieht nichts. Würde ich hier schon eine andere Form sehen? Nee, oder? Ich kann mir den Bericht nicht anschauen. Ich müsste rausgehen. Aber gut. Habe ich überhaupt Pokémon zum Hergeben, ist die Frage. Okay, ich mache erstmal die drei Ritter. Ich kriege kein Bild angezeigt. Und hier, okay, ich hab nicht wirklich was zum Angebot. Wobei, ich muss sie ja eh rüber tun. Matrifol, männlich. Let's go. Ah, hier kann ich Bericht machen. Oh, ich hätte gerade Bericht machen können. Ja, man kann Bericht machen, nachdem man gesagt hat, dass man es anbietet. Hast du eigentlich schon das Meluetta Ingame-Event gezeigt? Ist nicht wichtig für eine Regidex, aber damit kriegst du die Attacke, um im Kampf die andere Form anzunehmen. Nee. Stimmt, das wollte ich aber machen. Das Keldeo kann ja nicht die andere Form haben, weil es die Attacke dafür lernen muss. Ich dachte, vielleicht hat ja der Mystery Gift eins von den beiden, weil es waren ja zwei verschiedene. Vielleicht hat eins von den beiden halt die Attacke. Aber die gab es erst in Schwarz-Weiß 2. Okay, dann ist es ja egal, welches von beiden ich rüberschicke. Man bekommt erst den Eintrag für Arceus, wenn man fertig ist quasi. Eben, deswegen kannst du das ja nicht machen, bevor du nicht das Spiel durchgespielt hast. Ey, die Boxen werden resettet, jetzt muss ich wieder durchscrollen. Oh Gott. Da. Das Hesekitz ist weiblich. Und brüten will ich dir alle im anderen Spiel. Das passt schon. Ich tue die jetzt einfach alle rüber, die Versteckten. Dann kann ich zwar nicht mehr hier mit denen kämpfen, aber will ich ja eh nicht. Wo ist denn das Meluetta In-Game Event? In Schwarz-Weiß, oder? Nicht in Schwarz-Weiß 2.
Man kann ihm auch in Schwarz-Weiß 1 Mysto-Schwert beibringen, aber das ändert die Form nicht. Ah, okay. In Stratos City? Aber in welchem? In Schwarz-Weiß? Oder ist es egal sogar? Terrakium. Und du bist männlich. Wo sind die? Wo ist das andere Symbolara? Reicht das schon rüber? Ah ne, hier hinten. Warte mal, wo? Ah ne, in meinem anderen Spielstand, verdammt. Okay, okay, okay. Geht schon, dann Seso-Kids. Ah Mist, dann brauche ich aber immer noch eins. Ah, das Picochilla kann ich dann noch tauschen. Okay, dann geht's auf. In einem Café in der Seitengasse. Okay. Machen wir, wenn ich's wieder nicht vergesse, später gleich. Jetzt machen wir erstmal Keldeo. Es gibt ja doch ein paar besondere Sachen noch in Gen 5, aber in Gen 6 wird es dann, glaube ich, wirklich spärlich mit den besonderen Sachen. Da gibt es nicht so Sachen wie, da gibt es Ash Quajutsu. Und das ist sogar in Sonne Mond und nicht in Gen 6 genau genommen. Okay, dann nochmal durchscrollen. Und zu hier. Keldeo, wir haben eins auf Level 50 und eins auf Level 15. Dann würde ich sagen, geben wir die andere Form dem auf Level 50. Das hat ein AP Top ausgerüstet. Hm. Das Level 50er nehmen wir. Ja. Und tauschen tue ich das mit hier Picochilla, auch versteckte Fähigkeit. Geht genau auf. Sonst habe ich nichts zum Hergeben. Da kriegt man auch quasi Infos für das Meluetta aus Paldea, also mit dem Sepia-Ton zum Beispiel. Ja, ja, das habe ich damals mitgekriegt, dass die Infos hier raus sind. Corporal, dankeschön für dein Nüsschen aufs Küsschen. Dankeschön für 7 Monate. Wir werden nie Celebi von hinten vergessen. Wisst ihr noch Celebi von hinten, was aussieht, als ob man eben die Augen blau geschlagen hätte? Okay, das war's. Jetzt können wir zum Stein zurück. Ich hätte eigentlich beim Stein stehen bleiben können. Wobei, ich habe sie nicht im Team. Ich muss sie bestimmt im Team haben. Doch Mariko nicht wieder traurig? Stimmt doch. Das sah so seltsam aus. Genau wie alle Charaktere hier die Brillen tragen. Halt. Ah, Donnerwelle wollte ich noch kaufen. Guck mal da. Kommt jetzt irgendeine coole Sequenz. So eine Arceus-Sequenz mit echten Bildern von den Rittern der Tafelrunde oder... Aber da muss man erstmal auf die Idee kommen, hier hinter zu schauen. Nichts geht über einen Brillenbügel, Leo. Achtung. Das sieht so aus, als wolle dein Keldeo aus seinem Pokéball heraus. Möchtest du es rauslassen? Ja, natürlich. Das war ein Pokéball, kein Jubelball. Fehler. Jetzt?
Weg. Du hast dein Keldeo freigelassen. Das sieht sogar ganz knuffig aus. Ich bin kein großer Keldeo-Fan. Sieht aus wie ein Glücksbärchen. Als Pferdformat. Keldeo erinnert sich durch die von Kobalium, Terrakium und Viridium hinterlassenen Markierungen an die Attacke Mystoschwert. Keldeo hat bereits 4 Attacken erlernt. Möchtest du, dass es eine der bisherigen Attacken verlernt? Sanktoklinge, Schwerttanz, Hydropumpe? Du kannst Hydropumpe? Wasserdüse. Schwerttanz. Hydropumpe passt irgendwie nicht. Sanktoklinge und Schwerttanz ist so perfekt für den. Ich mach mal Hydropumpe weg. Einfach weil ich es seltsam finde. Weil eigentlich hätte ich sie dann da lassen sollen. Egal. Keldeo hat Hydropumpe vergessen und Keldeo erinnert sich wieder an die Attacke Mystoschwert. Nanu, Keldeo entwickelt sich. Das wird als Entwicklung bezeichnet. Das ist strange. Muss man wirklich die 3 Ritter im Team haben? Weil die werden ja null, also die werden kurz erwähnt, aber es wird... Die kommen nicht raus, man sieht sie nicht und so weiter. Sicher, dass man die 3 haben muss? Keldeo entwickelt sich. Entwickelt sich. Da sind sie, okay. Wobei, das sind Geister. Verändert sich, hätte man doch besser sagen können, oder? Verändert sich. Oh, das ist cool gemacht. Keldeo ist entschlossen zu kämpfen und hat die Resolut-Form angenommen. Cool. Vielen Dank. Danke, dass du das gesagt hast. Wenn ihr mehr solche Sachen habt, raus damit. Das ist cool. Das ist einfach cool. Jubelball Keldeo Level 50. Idyllisch. Idyll? Was? Robust. Idyll ist wahrscheinlich die Stadt, woher das ist. Aus dem Film oder so. Redlichkeit. Cool. Das erinnert mich an was ganz anderes. Ich kenne mich so wenig mit Keldeo aus, dass ich nicht mal wusste, dass es den Typ Wasser hat. Ich auch nicht. Hydropumpe. Gibt es nicht sowas wie Wasserklinge? Wie erhält man Keldeo? Nur durch ein Event. Das ist ein mystisches Pokémon. Die werden immer nur als Events verteilt. Sehr, sehr cool. Dankeschön, Isa. Dann kaufen wir jetzt Donnerwelle. Dann machen wir das Meluetta-Ding. Und dann spielen wir die Story weiter, oder? Und vielleicht lernen wir Surfer und können noch ein paar Lichtungen checken. Die müssen wir irgendwann zurücktauschen. Aber im Endeffekt ist es egal. Solange sie mit Pokémon-Transfer verschickt werden können. Und dann haben wir jetzt wieder nur traurige 3 Pokémon. Aber jetzt lernen wir Donnerwelle, dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Hast du Surfer schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt per Story automatisch, oder? Doch, ich hab Surfer schon. Hey. Vielleicht kann ich auch schon surfen. Nee, es wäre ein bisschen früh, glaube ich. Ich habe auch nichts, was surfen will. Oder ein Schwert im DLC kann man das auch fangen? Ja, im Schwert und Schild DLC kann man Keldeo fangen, ja. Okay. Stratos. Nee, welche Stadt war das? Warte mal, kann ich überhaupt schon in der Stadt sein? Rayono City war das mit dem Einkaufsladen. Keldeo kann Surfer. Das wollen wir nicht mit Surfer verschmutzen. Dann kriegen wir es gar nicht auf Bank. Wo? Einfach im Pokémon Center oder gibt es hier einen Einkaufsladen? Ich glaube, es gab hier einen Einkaufsladen. Aber ich glaube... Ja.
ITM-Abteilung. Donnerwelle. Was für ein Pokémon holen wir uns jetzt, was Surfer kann? Hey Salad, ich habe gerade eine Pokéfusion eingelöst, falls du es übersehen hast. Ich habe immer alles übersehen, ihr müsst mich daran erinnern. Hier. Turtok, danke. Apokalyp, ja, ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Ja, geil. Der kann Surfer. Das ist geil. Das ist geil. Das ist ein geiles Tier. Wir nennen es X-Bud mit Diabetes. Ich mag's auch. Mix-Bud. X-Merrill. So, hier können wir Arena machen und das andere Ding. Aber ich mache jetzt erstmal Milouetta in Schwarz in einem Café. X-Bud Typ 2, genau. Hallo Kuto. Diabat. Ich find's hässlich. Okay. So, dann machen wir jetzt, damit ich es nicht wieder vergesse, das Meluetta-Event. Ich habe gestern in Traumradar ein Rotom gefangen. Und kurz darauf war meine Box voll. Und Rotom ist eins der seltenen in Traumradar. Und dann war meine Box voll und ein dummes Somnium kam. Und dann habe ich B gespammt, um Somnium wegzuschicken, also freizulassen. Aber anscheinend habe ich B ein paar Frames zu spät angefangen zu spammen und habe zuerst A gedrückt, um Rotom freizulassen. Das heißt, ich habe eins der seltensten Pokémon in Traumradar gefunden und dann freigelassen. Du hast 5 von denen, ist nicht selten. Ich habe seitdem keins mehr bekommen. Ich krieg die ganze Zeit Wablus, Bronzels und Somnium. Aber ich habe heute einen Porygon gefunden. Marco, du bist ein Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum-Time. Rotom ist sau nervig, weil es ist ein winzig kleiner Punkt, der sich sau schnell bewegt. Schneebedeck, genau. Milouetta. Ich bekomme es so oft, dass ich die Rotoms kaum erzählen kann. Okay. Dann muss ich mir keine Angst haben, dass ich wieder eins finde. Was ist denn dann selten in Traumradar, auf das ich aufpassen muss? Muss ich mal kurz hier verteilen. Wenn ich durcheinander komme. Versteckte Fähigkeiten Mons sind hier. Und dann sollte ich hier Keldeo, Picochilla. Füllt sich die Box langsam. Und dann ist hier unser Meluetta. Und jetzt werde ich ganz alleine, ohne großen Zeitaufwand, ein kleines Café in der größten Stadt finden. Kripok und Togepi sind selten. Okay. Henriette, du bist ein Lampi. Hallo Philipp. Ich war immer noch nicht in dieser Stadt hier. Hondula.
Irgendein Café. Ich gehe einfach mal in der ersten Straße durch. Und dann im Kampf auch einmal die Attacke einsetzen für die Form. Zum Anschauen, okay. Das sieht alles nicht wie Cafés aus. Das sieht alles wie große Unternehmen aus. Hier auf der Straße ist dann nichts mehr, oder? Da ist nur Getümmel. In Undula, in einem der Häuser, findest du Cynthia? Ich will Cynthia nicht finden. Das ist, glaube ich, das Game Freak-Gebäude? Nee, das war woanders. Ich vertraue dir jetzt einfach, dass es ein Café ist. Und kein Hochhaus. So, warte, wir gehen aber Straße für Straße. Hier ist ein Café. Eine kleine Gasse, dann ist wahrscheinlich die ganz links. Kann ich hier durch? Nee. Kunst. Zweite Straße von links. Also einen weiter. Ja, das sollte die dünne sein und eine weiter ist dann die mit der Arena. Hier ist die, wo dieser Typ einen erschreckt. Ja, hier erschreckt einen dieser Mensch. Hier ist ein Café. Der frische Wind, den du mit deiner Ankunft hier hereingebracht hast, hat diese Melodie aus den Tiefen meiner Erinnerungen zutage gefördert. Meine Mutter hat dieses Lied geliebt. Ach, welch Nostalgie. Möchtest du es dir mal anhören? Ja, die haben einfach die Musik aus Scarlet und Violet hier genommen. Unverschämt. Copyright. Ah. Erinnert sich wieder an die Attacke Urgesang. Sehr urig. Mensch, zuerst Keldeo und jetzt auch noch Meluetta. Kanon, Taumeltanz, Psychokinese, Nahkampf? Was bist du für ein krasses? Nahkampf, Psychokinese, Taumeltanz, Kanon. Ich kann Kanon und Taumeltanz nicht verlernen, weil das sind Musikattacken, das kann man nicht machen. Psychokinese passt, Nahkampf passt einfach zu dem nicht. Ich mache auch hier die Attacke weg, die nicht passt, finde ich. 1, 2 und schwupp. Meluetta hat Nahkampf vergessen und Meluetta erlernt Urgesang. Urmel. Ist Urgapon immer weiblich? Jep. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat. Es war einmal ein Pokémon, das mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen und mit leichtem Schritt die Herzen der Menschen erfreut hat. Doch als die Welt eines Tages in große Trauer gestürzt wurde, hat das Pokémon seine Fähigkeit zu singen verloren. Als du hier zur Tür hereinkamst, ist mir eine Melodie wieder eingefallen, die ich für lange Zeit vergessen hatte. Und auch das Pokémon erinnert sich wieder an den leichtfüßigen Schritt, der ihm einst zu eigen war. Das haben wir dir zu verdanken, du bist schon ein wundersames Kind. Oh yeah, cool. Let them fight. Meluetta gibt keine Form? Nein, weil das eine Form ist, die passiert, wenn du eine Attacke machst. Es verändert nicht seine Form. Also es verändert seine Form, aber nur im Kampf. Seine Kampfform, so wie, was haben wir da noch? So wie, Wischiwaschi. Lusadin. Lusadins fette Schwarmform ist auch keine Form. Ist einfach eine Attacke. Flampivian auch. Sigard, ja, die Mega Man Form, die Optimus Prime Form.
Zeig mal. Aber ich finde die grüne cooler. Ash Quajutsu. Ja. Also du könntest sagen, so wie man es auch bei Sigard und Ash Quajutsu macht, könntest du sagen, yo, ich tue zwei Meloetas in meine Box rein. Eine kann die Attacke und die andere kann nicht die Attacke. Aber bei Sigard und bei Ash Quajutsu sind es halt Fähigkeiten. Und du kannst halt nur eine Fähigkeit haben. Eine Attacke kannst du halt beide haben. Ne? Mein Meloetta kann jetzt beide Formen haben. Aber Ash Quajutsu ist entweder das oder das andere. Und Sigard auch. Deswegen glaube ich, bei Fähigkeiten sagt man, du brauchst beide Fähigkeiten, auch wenn es nur im Kampf sich unterscheidet. Aber Meloetta macht es keinen Sinn, weil du kannst einfach beide Attacken haben. Urgesang. Sollte Musik ausmachen dafür. Ey! Ja, cool! Ah doch, wir sehen's kurz! Kurz! Da ist es. Das war's. Zu stark. Und Form ist weg. Natürlich ist die Form weg. Ah ja, das ist jetzt Frühling 2013. Auch aus Idyll, frech. Und Jubelball. Und es kann Urgesang. Nice, nice, nice. Danke, Leute. Für den Tipp. War cool anzuschauen. Aber jetzt back to business. Mega-Entwicklung auch, ja. Mega-Entwicklung sieht man auch nur im Kampf. Z-Attacken sieht man auch nur im Kampf. Ich mag so Details, ja. Ja. Da frage ich mich immer, haben neue Pokémon-Spiele immer noch diese Details? Und eigentlich schon, ne? Wir haben auch immer noch Level 1 Carpador oder Level 100 Carpador. Wir haben auch immer noch Meloetta bekommen. Wir haben immer noch so kleine Details, die man so Easter Eggs in den Räumen mit Bildern oder was nicht alles. Halt, du kommst in die Box zurück. Dann speichern wir und wechseln wieder das Spiel. Die Mythicals in Gen 5 kann man nicht im Pokémon bekommen, oder? Nope. Nur Victini, weil das fängst du ja. Da kriegst du den Gartenpass und dann kannst du Victini fangen. Das kannst du im Pokéball fangen. Aber Meloetta, Keldeo und Genesect kriegst du so im Jubelball. Kannst nichts dagegen machen. In Gen 5 zumindest. Okay. Raus hier. Ich bin halt 1500 Schritte gegangen. Yo. Oder resettet sich die Zahl der Schritte eigentlich, wenn man Datum vormacht? Weil ich gehe zum Gym, spule da einen Tag vor und dann gehe ich zurück vom Gym. 3000 Schritte sind das? Kann schon sein. Weil es sollte ja resetten. Nur deswegen kriegt man ja mehr Münzen, glaube ich. Philipp, du bist ein Smogon. Muss man in Schwertschild Champ sein, um Coronospa, Regieliki und Regidrago fangen zu können? Coronospa, glaube ich, musst du Champ sein, weil kurz vor Coronospa sagt dann Coronospa so, nee, du bist es noch nicht würdig, gegen mich zu kämpfen und das heißt, du musst Champ werden. Ziemlich sicher. Bei Urshifu ist es nicht so. Also bei dem kleinen Dakuma ist es nicht so. Ich glaube, bei Coronospa ist das so. Regieliki und Regidrago weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Soll ich meine anderen Pokémon rausholen? Ja, wir ziehen es durch. Jede Arena. Nur vorhin hatten wir einen kleinen Hiccup. Da habe ich aber auch damit gerechnet, dass ich eigentlich draufgehe. Und dann bin ich einfach am Leben geblieben. Wir ziehen es weiter durch. Starter only. Und danach kann ich wahrscheinlich Surfer einsetzen. Auch wenn die Flugarena und Surfer irgendwie nicht so viel Sinn macht. Ich glaube, in Schwarz-Weiß habe ich hier dann fliegen gelernt. Was mehr Sinn macht. Wie lange dauert es circa, Schwertschild durchzuspielen, wenn man alles Unnötige ignoriert? Ich würde sagen 10 Stunden. Wenn ihr aus Pokémon Home oder sowas noch ein starkes Team rübertauscht oder so, geht es bestimmt noch schneller. Aber es dauert schon, vor allem am Ende musst du dann diesen fetten Kampf machen, dann wirst du unterbrochen, musst dahin, musst wieder den fetten Kampf machen und so weiter. Ah! Okay, das ist neu. Okay, das heißt, diese Boxen halten mich. Gerade Edna bricht aus und Harveys neue Augen für 3 Euro gekauft im E-Shop. Kenne ich nicht. Schnell! Und jetzt? Er hält mich doch jetzt sicher auf. Selbst wenn, da wäre ich doch nicht hochgekommen. Wo muss ich hin? Okay. Bin schon wieder fast mit BDSP durch. Das ist entspannter als Usum für 18 Typ 0 durchzuspielen. Ja, BDSP geht schnell, ja. Ich glaube, Schwarz-Weiß geht noch schneller. Bisher würde ich sagen, Schwarz-Weiß habe ich am schnellsten nochmal durchgespielt mit einem Team. Aber ich weiß gar nicht, ist Platin... Ist Gen 4 schneller oder Smaragd schneller? Smaragd ist schon lang, aber ich glaube, Gen 4 ist noch länger. Sollte man kennen. Okay. Ich kenne nur die richtig unbekannten Point-and-Click-Spiele wie Day of the Tentacle und Monkey Island. Wenn man in Schwarz 2 Champ ist, dann schaltet man den Hürdenmodus frei. Okay. Weiß ich nicht, was das ist. Da ich es noch nicht durchgespielt habe, wie du siehst. Und weg. Komm ich. Hürdenmodus ist Schwierigkeitsgrad. Okay. Okay, das geht nicht. Dann muss ich nach links. Oder kann ich jetzt hier hoch? Achso, okay. dann... Ach da. Okay. Easy. Ist da eine Wand? Schmeißt mich das jetzt runter? Was ich cool finde an Black and White 2 ist, dass jede Arena einen Kostüm-Soundtrack hat. Ein Kostüm-Soundtrack. Ein Custom-Soundtrack. Ist das so? Das ist cool, ja. Beim Hürdenmodus sind die wilden Pokémon Champ etc. stärker. Okay. Synchro hat keine Wirkung. Synchro-Alarm, warum hatte es keine Wirkung? Oder ist es hier wieder so komisch formuliert, dass es einfach daneben gegangen ist? Schnell. Dann hoch.
Oh nö. Oh krass. Ja. Man geht über die Löcher drüber. Ich dachte, man stürzt ab oder so. Was mache ich? Echt? Achso, Synchro-Alarm ist eine relativ starke Attacke, die nur Gegner trifft, die denselben Typen haben. Okay. Ich weiß nicht, ich gehe Sekt für den Origin-Dex bekommen, wenn die Verteilung nicht mehr existiert. Mit dem DNS-Glitch habe ich ein Video drüber gemacht. Nicht nur Gene-Sekt, alle mystischen sind Verteilungen, die nicht mehr existieren. DNS-Glitch. Lius meint DNS-Glitch, kannst du einfach eingeben auf YouTube. Was? Warum willst du nicht gegen mich kämpfen? Achso, ich dachte, das war dein Ausrufezeichen. Ich habe sogar einen Shiny Genesekt bekommen. Das gibt's auch als Geschenkverteilung. Ist aber ein bisschen mehr Arbeit. Wie läuft's hier so mit Black and White 2? Wir haben heute ein paar coole Sachen gemacht. Wir haben Keldeos Form geändert, wir haben Meluetas Form geändert, wir sind dreimal durch eine Höhle gelaufen, um bei einer Sackgasse zu landen. Wir haben, keine Ahnung, das Spiel weitergespielt. Wir haben ein paar versteckte Lichtungen, ich habe eine versteckte Fähigkeit, einen Matriful fangen können. Aber wir müssen noch viel mehr versteckte Lichtungen checken. Aber ich kann im Moment keine mehr checken, weil ich im Spiel weiterkommen muss. Genau, Genesect gibt es nur in Japan. Muss man ein japanisches Spiel spielen, um Genesect zu kriegen. Richtig viel Zeug verpasst. Hey, zum Glück kannst du auf Leos Archiv jeden Stream einfach nachschauen, wenn du ihn verpasst hast. Oh, ich lerne Flammenwurf. Gott sei Dank. 9,95, eventuell Verbrennung, aber es ist halt keine physische Attacke. maximal 4 Attacken, ja. Eine Attacke vergessen. Es ist halt keine physische Attacke mehr. Nitroladung ist halt geil, aber es macht halt nur 50. Flammenwurf macht 95 und es kann verbrennen. Soll ich einfach Gewissheit wegmachen, aber Gewissheit hilft mir gegen Psycho-Pokémon. Ich mache Nitro-Ladung weg. Ich fresse einfach ganz viel Calcium. Lernt Flambirix Feuerschlag. Was für eine Stärke hat Feuerschlag? Lohnt sich das? Ich spiele Final Fantasy 7 gerade offline weiter, ja. Habe ich das dir nicht erzählt? Oder? Ah, nee. Dir nicht. Ich bin in Cosmo Canyon und war gerade bei dem alten Typen oben und so. Hab diese ganzen Lichter in den Himmel geschickt und so. Und hab Nanakis tatsächliche Stimme gehört. Also da bin ich gerade. 3, 2, 1. Wow. Was? Okay, passt. Nicht so schlimm. Soll ich gegen den einen jetzt noch kämpfen? Flammenblitz lernt es. Aber die tut mir, glaube ich, selber weh, die Attacke. Ah. Moment mal, da steht What Archip? Archik? Wir haben das schon so oft getriggert und mir ist nie aufgefallen, dass ich mich verschrieben habe bei dem Command. Oh mein Gott. Sag bitte, dass es euch auch nicht aufgefallen ist. Wo ist es überhaupt? Hier wahrscheinlich. Hier. Ich habe Archik geschrieben. Wow. Jetzt steht da Archiv. Hatte ich mal in den Chat geschrieben, but I thought you didn't care. Warum sollte ich nicht caren, wenn da Archik steht? Nee, hatte ich nicht mitgekriegt dann.
Sagst du offline viel? I mean, du bist ja Streamer, da sollte man meinen, 3 bis 10 Stunden am Tag sind genug. Ich stream ja nicht 3 bis 10 Stunden, ich stream maximal 4 bis 5 Stunden. Früher habe ich 8 Stunden gestreamt und so. Aber nee, ich zock nicht viel offline, ich habe keine Zeit. Wenn ich nicht streame, dann shiny hunte ich. Also dann quasi mache ich meine Projekte offline weiter. Shiny hunte, gehe auf die Toilette, atme, esse. Und dann gehe ich schlafen, dann streame ich, dann shiny hunte ich. Und manchmal, wenn ich, manchmal sage ich mir, komm, fuck it, heute machst du mal den ganzen Tag nichts für den Kanal und dann spiele ich irgendein Spiel, das ich will. Oh. Video schneiden. Wenn ich Shaymin in Platin auf dem PC packe für den Pokémover, verliert es seine wunderschöne Zenitform. Wie bekomme ich das denn in Home? Weißt du das gerade? Aha! Verliert es seine Form? Schau. Es verliert seine Form. Da haben wir das Beispiel an einem Pokémon, das die Form verliert. Dann musst du das in BDSP, Legends Arceus. In allen Switch-Spielen gibt es eigentlich Shaymin. Du kannst die Form da ändern. Ich glaub, irgendwie haben die alle eine leichte Steinschwäche. Wieso hast du in Gen 4 Mamfax nicht einfach aus Relaxo gebrütet? Weil es kein Relaxo gibt. Du bekommst kein Relaxo in Gen 4. Also zumindest nicht in den Gen 4 Spielen. Du bekommst es in den HGSS Spielen natürlich, aber das ist auch Cheaten. Die Antwort ist immer bei sowas, weil ich nicht den einfachen Weg gehen möchte. Ich will den schweren, komplizierten, interessanten Weg gehen. Wie langweilig wäre es, wenn ich einfach sagen würde, oh, dann brüte ich es halt aus Relaxo. Ist doch langweilig. Wer will denn langweilig? Wenn ich langweilig will, dann wäre ich mit Gen 5 schon lange fertig. Was ist denn das jetzt hier für ein Weg, ey? Will ich den ersten nehmen? Okay, ne, ich nehme. Jetzt habe ich nicht gesehen, welchen Weg ich gehen muss. Wahrscheinlich den untersten. Hä? Wie soll ich denn das schaffen? Oh, so. Was? Hä? Warum gibt es den anderen Weg? Ach so. Ich muss so weit rüberkommen, dass ich da runterkomme, um dann rechts lang zu gehen. Okay, verstehe ich. Cool, cool, cool. Krasses Rätsel. Flambirex, schaffst du das? Ich walz einfach durch. Ja, komm, ich gebe dir mal eine Sinelbeere. Oder eine Sinelbeere. Und haben wir noch einen mickrigen Trank oder so? Einen Supertrank? Tafelwasser. Oh, wir haben Eisen. Kein Eisen. Warum hattest du denn offline? Das stelle ich mir schon nach 10 Minuten super langweilig vor. Im Gegenteil, on stream zu hunten ist langweilig für mich. Privat hunten ist nicht langweilig. Weißt du warum? Weil ich offline dabei einen Film gucke. Wenn ich shiny hunte, schaue ich einen Film, schaue Streams, schaue Podcasts, was nicht alles. Wenn ich hier online shiny hunte oder irgendwas grinde, dann muss ich mich mit euch beschäftigen. Und ganz ehrlich, ihr könnt mit einem Oscar-prämierten Film leider nicht mithalten. Aber das ist meine Schuld, weil ich nicht so entertaining bin wie ein Oscar-prämierter Film. Deswegen im Gegenteil, deswegen hunte ich viele Sachen offline, weil das nicht langweilig ist. Wenn du shiny huntest, ohne dabei was zu machen, dann bist du selber schuld. Warum shiny huntest du und machst dabei nichts? Shiny hunten ist eine Aktion, die man macht, während man was macht. Das ist eine wunderschöne Beschäftigung, während, keine Ahnung, Fernseh schauen, Film schauen. Du Armer musst mit uns streamen.
Ich weiß. Warum hat Walzer gerade nicht geklappt? Oh nein. Ich liebe es. Oh nein. Moment, check ich gerade irgendwas nicht? Schwertstempel, what? Was geschieht hier? Der Text geht so schnell weg. Ich check nicht, warum Walzer nicht geht. Ich bin zurückgeschreckt. Okay, das war das. Habe ich gespeichert vor ihr gerade? Ich glaube, ich habe nicht vor ihr gespeichert. Akrobatik kannst du auch noch. Ja, wow, okay. Ich check nicht, warum Walzer nicht geklappt hat. Und dann Shiny Deoxys skippen, während man einen Film schaut. Ja, und einen Clip kriegen, der 20.000 Mal angeschaut wird. Ich kann null Shiny handen, ohne was zu machen. Und ich kann kaum mehr was schauen, ohne nebenbei zu handen. Exakt. Wenn ich was nebenbei machen würde, würde ich das Shiny übersehen. Nein, nein, nein. Ich kann dieses Multitasking nicht. Und ja, bin weiblich. Tada. Hat sie geschrieben, nicht ich. Ich habe das nicht gesagt. Tada. Bam, 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 bam. Wie viele Übertränke habe ich? 15 Stück. 5 mehr, bitte. Dann brauchen wir Fluchtseile. Wir können inzwischen Topschutz kaufen. Wie wäre es mit 25? Nee. 15. Ich muss mein Geld ausgeben, weil ich werde vielleicht ein paar Mal gegen sie jetzt verlieren. Ich glaube gar nicht, dass ich so viele Pokébälle brauche. Egal. Obelebe hätte ich kaufen sollen. Egal, egal. Let's go. Wir machen das mit der Bären nochmal. Es wird keine Wirkung haben. Also ich will ja auch nicht, dass du es nimmst hier. Du bist zurückgeschreckt und auch verliebt. Aber echt viermal hintereinander hat Walzer nicht geklappt. Muss ich den Weg jetzt nochmal gehen? Ist doch süß, dass sich die kleinen Monster auch verlieben können. Ich habe schon gedacht, dass vielleicht der Wind jetzt aufgehört hat, weil ich es einmal geschafft habe. Warum ist hier Kappa gesperrt? Weil Leute Kappa benutzen, um einfach nur dumme, beleidigende Sachen zu schreiben. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil Kappa! Deswegen ist Kappa gesperrt. Ich weiß nicht, ob ich ein Shiny Schilterus Fail in PLA so einfach wegstecken könnte. Das ist ja auch um einiges krasser als ein Deoxys, was ich in 3 Stunden wieder auf 4000 Resets habe. Ich bin jetzt bei Deoxys jetzt wieder auf 5000 einfach. Das ist voll krass. Also ich hatte den Fail, habe ein Shiny gefunden bei 4319 und bin jetzt wieder auf 5000. Und das alles in einer Woche. Glaube ich. So grob. Also und ich habe ja nicht jeden Tag danach gesucht. Deoxys geht echt schnell, deswegen tat es echt nicht so weh. Aber es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwie 50.000 Resets brauche. Aber nein, nein, nein. So, mal schauen, ob ich das jetzt nochmal schaffe. Oh nein! Aber viel wichtiger, wo ist Entei? Entei wird, glaube ich, das Shiny, das mich am meisten freut zu kriegen bisher. Natürlich wäre Manaphy krasser.
Aber Entei wird, glaube ich, das, wo ich mich am meisten freuen werde. Vor allem 4000 Resets ist schon eine ordentliche Zahl. Deswegen ist auch viel Erleichterung wird. Speichern. Zu spät. Zu spät. Verdammt. Das heißt, wir müssen es jetzt einfach schaffen. Ich muss einfach nur Glück haben. Was soll ich denn anderes machen? Jede andere Attacke trifft ja auch nicht. Walzer ist ja 100%, glaube ich. Komm. Hör auf. Nicht zurückschrecken, nicht zurückschrecken, nicht zurückschrecken. Sehr gut. Ja, da bringen wir das Ganze ins Rollen. Ich frage mich nur... Okay, okay, bitte nicht zurückschrecken. Das kannst du auf jeden Fall unterbrechen. Nice. Oh, es ist zurückgeschreckt. Aber dann kann ich mich wenigstens heilen. Ich glaube, ich überlebe eine Attacke. Ich frage mich, ob verliebt sein, aber Walzer unterbricht. Also zurückschrecken auf jeden Fall, aber verliebt sein? Würde Verwirrung auch jedes Mal gecheckt werden, bevor ich Walzer mache? Oder eher nur beim einmal? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kann es schon unterbrochen werden. Das ist echt gemein. Es ist so, als ob die Arena gemacht ist gegen Walzer. Ich mache noch einen Walzer. Wobei es ist Quatsch, dass ich noch einen Walzer mache, weil wenn es klappt, dann sterbe ich. Wenn es klappt, sterbe ich. Außer der Walzer ist stark genug, um alles danach auszuschalten. Das kann sein. Weil wenn das nächste jetzt mit einem Walzer tot ist, dann ist es danach definitiv auch weg. Außer es kommt Svaroness, könnte vielleicht den Walzer überleben. 44. Schon Level Up noch. Was kommt? Ja, da ist es schon. Ja, wenn es als letztes... Oh, das ist schneller als ich. Okay, das war's. Hey, Mann, ich bin ja schnell durch. Ich bin ja... Speichern, verdammt, ey. Du kannst doch in YouTube auch Wörter filtern. Zählen die Livestreams dazu? Ist mir egal, was auf YouTube ist. Doch egal. Da gibt es das Emote nicht. Beziehungsweise das, was es da gibt, sieht so lächerlich aus, dass es eher lustig ist. Ich habe jetzt meinen 3DS gehomebrewed und mir alle Pokémon-Games heruntergeladen. So geil. Okay, du kleiner illegaler Verbrecher. Leon. Und das traust du dich einfach so hier zu sagen in der Öffentlichkeit, im Internet? Ich glaube, ich muss mal telefonieren. Hallo? Ja, Merkel bitte. Die Merkel. Genau, die Merkel. Ja, ja, ja. Ich weiß, sie ist im Urlaub. Ich weiß, sie hat frei und sowas. Ich weiß, sie hat lange für unser Land gedient. Ich weiß. Aber es ist wichtig. Es handelt sich um einen Leon. Ja, ja, ja. Okay, danke. Warte kurz, sie kommt gleich. Sie ist gleich da. Angie, guck mal, ich habe hier so einen Problemfall. Hier ist so ein Leon. 2805 Pikachu Master. Ja, ich weiß, an dem Namen merkt man schon. Ja, ich weiß, ich verstehe. Der ist noch im Jahr 2000 festgehangen. Wahrscheinlich hat er da noch gar nicht gelebt, aber sie erinnern sich. Angie. Du, ich weiß, wir sind bei du. Ja, ja. Ja, erinnern Sie sich noch, wie wir immer LimeWire und so benutzt haben, um Sachen runterzuladen? Ja, damals war das cool. Ich weiß, ja, gute alte Zeiten, ne? Ne, aber heute ist es irgendwie uncool, oder? Heute gibt es so viele Möglichkeiten, Sachen noch zu kriegen. Ja, ja, und der hat eben die komplette Pokémon-Bibliothek sich illegal runtergeladen, ja, ja, ja. SWAT? Gleich so weit? Ja, ich verstehe da auch keinen Spaß, aber gut. Ja, Adresse wissen wir ja. Okay. Danke, tschö. Habe ich den Witz zu lang gemacht? Bisschen zu lang, oder? Ja, ich weiß, Pokémon-Spiele sind überteuert. Das zählt nicht so gut da. Linkin Park in the End.exe. Linkin Park in the End.exe. Zu lange dafür, dass du es selber machst? Falsch.
Wieso meinst du das? Glaubst du ernsthaft, dass ich Spiele und Filme und sowas illegal runterlade? Es ist eine hohe Beschuldigung, der ich vehement widerspreche. Ich darf nicht vergessen zu speichern. Merkel macht Döner 3,50. Jetzt, wir wollen nicht übertreiben. Wo kam das Shiny Genesect her? Nicht von einer ROM? Nö, von einem Schwarz-Weiß 2, das ich hier gerade spiele. Kazaa, Napster, WinMX, Emule und BitTorrent kannte ich von früher. Was ist LimeWire? Wie, du kennst die alle, aber kennst nicht LimeWire? Ist halt eins von denen. Komm, schnell. Krass, wie man es nicht schafft, wenn man irgendwie da unten steht, aber wenn man hier steht, kein Problem. Die paar Schritte. Oh, ist so weit gekommen. Zählt es aus Ausleihen, wenn man die Filme nach dem Schauen wieder löscht? Frag für einen Freund. Wenn du dem Publisher von dem Film Geld geschickt hast für die Ausleihung, dann ist das, glaube ich, okay. Okay. Soll ich noch irgendwas? Ich habe wieder keine Beere. Soll ich die Beere? Die Beere hat mich irgendwie ein bisschen gerettet, ne? Ich glaube, ich darf keinen Walzer machen. Einfach deswegen, weil ich kann halt keinen Trank einsetzen. Aber wenn der Walzer durchgehen würde. Aber Blubstrahl, das Svaroness schneller ist es. Nee, Svaroness ist schneller. Wir können. Aber was soll ich denn gegen Svaroness sonst machen? Ich muss Walzer durchziehen. Pierus Maximus. Hallo. Aber hier kann ich gewiss... Ist Flatiamo Psycho? Ja, ich kann Gewissheit machen. Aber Gewissheit ist nicht so stark. If buying isn't owning, then pirating isn't stealing. If buying isn't owning, then pirating isn't stealing. Das kommt nur in manchen Fällen. In manchen Fällen ist das so, ja. Also der erste Teil. Okay, ich probiere mal Gewissheit. Oh, Akrobatik, übertreib. Oh mein Gott. Oh, komm. Oh, Menno. Komm. Oh, krass, dass Gewissheit so stark ist. Aber ich komme als zweites dran, deswegen ist es doppelt so stark, stimmt. Mal schauen. Mach einfach nicht Akrobatik, bitte. Ich habe Großbrand, ja. Aber die sind alle schneller als ich. Das sind alles Vögel, die so schnell sind. Deswegen, ich überlebe es halt nicht, wenn ich im roten Bereich bin. Oder 33%. Aber es hat sich auch einfach geheilt. Wie asozial. Okay, jetzt gib mir eine gute Gewissheit. Bitte nicht zurückschrecken. Gut. Gute Gewissheit. Mit gutem Gewissen voran. Aber passt. Soll ich irgendwas anderes machen? Nee. Hör auf! Oh, das bringt mich jetzt um, oder was? Oh. Okay. Nitroladung. Ich habe Flammenwurf gemacht. Es ist halt so viel stärker und Verbrennung ist schon auch nice. Aber hier bringt mir jetzt Flammenwurf nicht so viel. Und Blubstrahl macht jetzt meine Initiative auch runter. Hast du nicht einen Mon mit Donnerwelle? Ja, aber wir kämpfen nur mit unserem Starter. Das ist doch nur so schwer, weil ich... Na, was heißt schwer? Es ist noch nicht mal so schwer, aber...
Ich mache ja nur Starter. Bringt Blubstrahl mich um? Oh, ich muss es testen. Du machst es dir schwer? Hey. Okay, es macht wieder Luftschnitt. Dann sage ich jetzt einfach mal, dass es nochmal Luftschnitt macht. Und ich mache jetzt... Ist halt die Frage. Ich kann nicht wirklich Walzer machen, weil ich muss mich heilen können. Armstoß bringt nichts. Gewissheit. Flammenwurf. Aber Gewissheit ist super schwach, aber ich werde als zweites drankommen. Das heißt, Gewissheit macht 100 Schaden. Aber ich bin halt selber kein Unlicht. Flammenwurf macht 90 Schaden und ich bin Stab. Aber es teilt es wieder. Mach Gewissheit. Volltreffer. Ich glaube, wenn du kein Item trägst, dann ist Akrobatik nicht so stark. Genau andersrum. Wenn du kein Item trägst, also du als Akrobatik-Ausführender, kein Item macht Akrobatik stärker. Aber das ist vollkommen, ich kann daran nichts ändern. Ich nehme stark an, dass der Gegner mit Akrobatik kein Item trägt. Wenn ich Nitro-Ladung hätte, dann würde ich wahrscheinlich Nitro-Ladung machen gegen Fletiamo, dann würde ich schneller werden, aber ob ich schneller bin als Varoness? Vielleicht probiere ich einfach Walzer. Aber ich kann mit Walzer nicht gewinnen, weil dann Varoness einfach zuerst drankommt. Ich würde mit Walzer nur gewinnen, wenn ich im grünen Bereich bin, wenn ich bei Varoness ankomme. Oder ich mache hier tatsächlich Flammenwurf. Oder ich habe irgendwie Glück mit Gewissheit. Ich schau mal, wie stark Flammenwurf ist. Fokus Gott bringt nichts. Flammenwurf besser als Gewissheit. Ich meine, es macht Sinn. Aber so viel besser? Krass. Ja, gleiches Problem. Ich habe gar nicht gesehen, wie gut Gewissheit war gegen Svaroness. Mach nochmal. Okay, das überlebe ich, außer es ist wieder ein Volltreffer. Oh mein Gott. Zurück. Was? Luftschnitt? Auch Zurückschreck? Das ist die Zurückschreck-Arena. Was kannst du noch für Attacken? Luftschnitt, Luftstrahl, was kannst du noch? Setzt jetzt nur die zwei Attacken ein. Hast du noch irgendwas Passives, Svaroness? Rückenwind, Blubstrahl. Mach doch Rückenwind. Okay, es ist tatsächlich genauso gut wie Luftschnitt. Okay. Komm, jetzt lass mich wenigstens gucken, wie sieht Gewissheit aus. Ah! Es ist zurückgeschreckt, komm schon! Das ist doch doof. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zurückzuschrecken bei Luftschnitt? Doch keine 50%, sondern so 30 oder so. Doch wieder Nitro-Ladung lernen? Okay. Ich gehe kurz eine Herzschuppe finden. Warum war das jetzt so gut? Ah, Gewissheit, komm. Komm, du überlebst es. Du überlebst es. Du überlebst es. Oh mein Gott, bist du nervig, Svaroness. Bin gerade rein und höre nur, mit Walzer kann ich nicht gewinnen. Und da haben meine österreichischen Gene sofort an den Wiener Walzer gedacht. Ich habe vorhin auch dran gedacht, dass man da auch an den Wiener Walzer denken könnte. Vielleicht kann ja Meluetta Walzer lernen und dann ist es der Wiener Walzer. Endlich Feierabend. Hallo, Demon King. Also Flammenwurf war gut.
Jetzt können wir noch hoffen, dass es vielleicht Anziehung macht und dadurch mir nicht wehtut. Aber ich glaube, der macht immer Herzstempel als erstes. Akrobatik, okay, das ist noch dümmer. Stopp! Ich habe noch nicht mal eine Attacke gegen Svaroness bisher gemacht. So wie ich das richtig gesehen habe. Ich habe noch nie Svaroness angegriffen. Ich weiß noch nicht mal, welche Attacke von mir was für einen Schaden macht. Ich zieh's jetzt durch. Flammenwurf. Ich überlebe das. In einem anderen Universum habe ich es überlebt. Dieser Kampf ist dümmer als der gegen Turner. Und die Attacken... Turner hat viel stärkere Attacken gehabt. Hier ist das Dumme, dass ich dauernd nicht angreifen kann, weil ich verliebt bin oder zurückschrecke. Unfairer Kampf. Du kämpfst unfair. Ey, wenn du aufhörst zurückzuschrecken, dann höre ich auf, Hypertränke einzusetzen. Deal. Geraldine. Soft Reset ist Start Select RL. Aber es ist manchmal anders. Also in Gen 5 ist es Gen 5 und Gen 4 ist es auf jeden Fall so. Anziehung. So, und jetzt machst du es einfach. Gib ihm hart Flammenwurf. Starr vor Liebe. Cool. Flammenwurf. Flammenwurf. Okay. Besser als Akrobatik. Aber das ist halt das Ziel. Das wäre cool. Dann könnte ich wirklich mal eine Attacke machen gegen Svaroness. Wenn die Anziehung einfach nicht funktioniert. Svaroness. Ich ziehe Flammenwurf durch. Ich glaube, das ist echt nicht schlecht. Und jetzt schreckst du zum ersten Mal nicht zurück. Wie wär's? Ist zurückgeschreckt. Hä? Ich guck mir jetzt die Stats an von Luftschnitt. Es kann nicht sein. Luftschnitt. Luftschnitt schädigt den Gegner und lässt ihn mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% zurückschrecken. Jeder Luftschnitt bisher hat mich zurückschrecken lassen. Jeder. Und ich habe sicher schon, das war bestimmt der fünfte Luftschnitt hintereinander. Es kann nicht sein, dass es 30% sind. Unverschämt. Lass mich eine Attacke machen. Ey, und 3 KP. Okay. Die Frage ist, ob Gewissheit besser ist. Ich glaube nicht. Machen wir jetzt einfach nochmal. Ich glaube, ich setze jetzt Gewissheit ein, weil es eh egal. Flammenwurf killt eh nicht. Aber die hat noch einen Hypertrank. Die hat vorhin einen Hypertrank bei Fletiamo eingesetzt. Bitte schreck nicht zurück, du großes Kämpferschwein, Volltreffer. Wow. Zurückgeschreckt, Volltreffer, zurückgeschreckt, Volltreffer. Was mit Donnerwelle? Ich kann mein Flambirix überhaupt Donnerwelle lernen? Safe nicht. Nein. Hallo, Melli.
Hallo, hallo. Doch, wir finden schon noch die Taktik. Keine Angst. Beziehungsweise die Taktik heißt Glück haben. Oder sagen wir es anders. Einfach kein Pech haben. Volltreffer. Zurückgeschreckt. Verliebt sein. Alles cheaten, höre ich da nur. Deswegen mochte ich Temtem so. Da gibt's keinen Zufall. Da ist alles vorprogrammiert. Vorsehbar. Anziehung. Akrobatik, cool. Hast du eine Flinkklaue? Nö. Ich hab nix. Brustbrand in Flammenwurf in Crit GG. Ja. Aber dafür muss ich schneller sein. Wie er diesmal überlebt hat. Jetzt macht er Hypertrank. Das kann ich auch. Verbrennung wäre aber auch cool. Wenn Svarones verbrennt, dann schaffe ich es auch. Weil der Schaden ist dann so gering. Und Flammenwurf hat auch 30% und in dem Spiel heißt 30% 80%. Also sollte ich relativ einfach verbrennen können, oder? Nein, ist man immer beim ersten Mal starr vor Liebe? Kann es sein? Stopp! Gib ihm! Nice. Ah, die Spezialverteidigung Fletiamo ist einfach gerade höher. Oder? Weil die Stats von den Pokémon, sind die komplett vorgeschrieben? Also IVs und EVs auch? Aber warum überlebt er jetzt zum ersten Mal Flammenwurf? Der hat bessere Spezialverteidigung. Ich könnte jetzt auch einen Walzer machen. Wenn ich einen Stufe 2 Walzer auf Svarones kriege. Die sind fest, echt. Dann habe ich einfach nur Pech. Wenn ich jetzt Walzer mache und ich kriege eine Stufe 2 Walzer auf Svarones drauf, könnte es weg sein, würde ich behaupten. Problem ist, dass Flatiamo mir noch einmal wehtun wird. Warum geht die Kamera eigentlich so ab in dieser Gen? Nee. Das dritte ist wahrscheinlich so ein langweiliges Flug-Pokémon, was ich sofort wegwalzen würde. Aber... Nee, es geht nicht. Ich muss mich heilen können. Akrobatik, ey. Vielleicht muss ich mich aber auch nicht heilen, wenn Svarones weg wäre. Weil dann würde ich mit einem Stufe 3 Walzer dieses dritte Flug-Pokémon angreifen. Ey, so ein Pech gerade wieder. Zu viele Vents. Wenn ich einen Walzer machen würde und Fletiamo macht Anziehung und ich wäre nicht verliebt, glaube ich, würde ich mit Walzer durchkommen. Hedrarot. Aber da mir Anziehung immer Verliebung gibt, Verliebtheit gibt, komme ich hier nicht im grünen Bereich raus aus diesem Fletiamo-Kampf. Oh, doch, diese Akrobatik. Oh mein Gott. Hör auf, verliebt zu sein. Ich starte neu. Kann mich mal, ey. Verliebt, zurückgeschreckt. So ein Cheater. Geraldin. Wenn du Flambirix auf Level 50 trainierst, erlernt es Kopfstoß, ist Typ Gestein. Kopfstoß ist Typ Gestein? Das muss ich factchecken. Des Typs Gesteins. Krass, ja. Seit der vierten Gen. Okay. Ceramidon-Attacke. Ich dachte immer, Kopfstoß ist normal. Was ist dann die Attacke, die man in Gen 2 einsetzt, um
Kopfnuss. Oh Gott, Kopfnuss, Kopfstoß, wow. Ja, wenn ich auf Level 50 trainiere, dann schaffe ich es auch ohne Kopf, aber ja. Aber interessant, dass es Kopfstoß überhaupt lernt. Ach, Leo. Was? Während die Attacke Steinschädel-Typ normal ist, ja. Gibt's nicht sogar noch Stahlschädel? Eigene Stahlschädel. Das war ja super mit Flammenwurf die ganze Zeit. Genau so. Easy. Ah! Volltreffer zurückgeschreckt. Ich komm nicht klar. Was ist das? 30%, Mann. Ich kann nicht angreifen. Was? Das ist doch Quatsch. Die müssen irgendeinen Vorteil haben. Es kann nicht sein, dass es wirklich 30% sind. Es passiert die ganze Zeit. Zweimal Akrobatik hintereinander. Aber ich will nicht leveln. Ich schaffe den Kampf. Es muss einfach mal aufhören, unfair zu sein. Und einfach mal die Pokémon kämpfen lassen, ohne irgendwelche Nebeneffekte. Haben wir heute schon eine Arena gemacht eigentlich? Nee. Ich habe ewig gebraucht, um hierher zu kommen. Das heißt, gestern Turner... eine Stunde lang probiert, jetzt Geraldine. Auf einmal überlebt es den Flammenwurf. Vorhin die ganze Zeit ist es draufgegangen. Walzer. Ich mache jetzt meine Taktik, ihr könnt nicht. Geraldine. Ich gehe da jetzt mit Walzer durch einfach. So, jetzt machst du Anziehung. Sag ich doch. Ich bin nicht verliebt. Schau. Jetzt überlebe ich die Attacke von Svarones. Das ist der große If-Teil. Jetzt überlebe ich die Attacke von Svarones. Warum habe ich eigentlich meine Beere nicht gegessen? Sollte ich nicht eine Beere essen? Überleb! Fuck! Warum esse ich die Beere nicht bei 70 KP? Die Beere esse ich wahrscheinlich bei einem Drittel, ne? Habe ich keine Beere mehr? Ich habe doch eine Beere. Ich will noch nicht aufgeben. Nein, ihr könnt nicht wetten. Wo ist die Beere? Ich habe keine Beere? Ja, dann... Deswegen ist es so schwer. Svarones macht 78 Damage mit Windschnitt. Ja, aber das ist nicht immer 78. Und manchmal mehr und manchmal weniger. Vielleicht ist es mindestens 78, das kann sein. Okay. Die Beere hätte es gerade gerichtet. Die Beere hätte ich die Windschnittattacke überlebt. Und der Walzer hätte mit Stufe 3 getroffen. Und dann wäre das so weg gewesen. Außer das Pokémon danach wäre auch schneller als ich. Außer das trifft ein.
Aber wir haben vorhin gesehen, Anziehung heißt nicht, dass es automatisch starr ist. Oh ja, wir sind wieder starr. Und wenn Luftschnitt mich nicht flincht, genau. Ja, ja. Geht ja, kann ja alles passieren. Runny. Ja, jetzt ist es wieder tot, warum auch immer. Runny, dankeschön für 48 Monate. Dankeschön. Granitstein könnte ich ihm geben. Das hast du gerade gut gesehen, dass ich einen Granitstein habe. Aber wir schaffen es jetzt, keine Angst. Jetzt kommt's. Ich muss eh eine Gewissheit machen, weil Flammenwurf killt nicht. Deswegen schaue ich mal, wie stark Gewissheit ist, wenn ich drankommen darf. Es macht Down in Reigen, wie dumm bist du denn? Warum macht es jetzt zum ersten Mal? So ein random Kampf. Angriff wird geringer, macht nichts. Gewissheit. Wow, ist das schlecht. Aber, Moment, ist Gewissheit nur stärker, wenn ich Schaden nehme? Wahrscheinlich. Aber das ist sowieso okay, das brauchen wir nicht machen. Das brauchen wir nicht machen, die Attacke. Hör auf. Oh mein Gott. Wegen der Beere. Glaubst du, die Beere hat alles geändert jetzt? Kann sein. Aber die Beere hat nichts gebracht. There is a chance. Aber sie hat noch einen Hypertrank. Den sie jetzt aber nicht einsetzt, weil die Beere hat sie wieder in den gelben Bereich gebracht. Ich glaube, die setzt den Hypertrank nur ein, wenn es im roten Bereich ist. Stopp! Oh mein Gott, warum? Luftschnitt hat noch nicht mal eine erhöhte Volltrefferquote. Und er hat heute schon dreimal Luftschnitt-Volltreffer gemacht. Was ist das für ein Kampf? Was ist das für... Was hat Geraldine für Glück? Meine Fresse. Runny. Hilf mir. Psychische Unterstützung. Granitstein könnte... Aber Granitstein würde auch nicht... Granitstein würde nicht wahrscheinlich Flatiamo killen. Ich kann immer noch auch sowas wie Angriffsplus nehmen. Oder X-Treffer. Oder X-Tempo. Ich glaube, selbst X-Tempo... Soll ich X-Tempo probieren? Pass auf, pass auf. Wir machen Granitstein. Dann mache ich als erstes X-Tempo und dann mache ich Walzer. Vielleicht bin ich schneller mit X-Tempo. Ich meine, ich bin um einige Level höher als die anderen. Es könnte sein, dass es reicht. Treffer bringt ja nichts gegen Zurückschrecken oder so. Anziehung. Ist sogar perfekt. Und jetzt sehen wir, ob wir schneller sind. Ich bin schneller. Ich setze Walzer ein. Walzer ist etwas stärker, wahrscheinlich nicht stark genug, nee. Kaum viel stärker. Granitstein bringt gar nichts. Also... Gefühlt ist es genauso viel wie vorhin gewesen. Bitte sei nicht. Bitte, 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 bitte. Yes! Jetzt könnte ich schneller sein als Svarones. Und dann kriegt er eine Stufe 3 Walzer ab. Pass auf, pass auf, pass auf. Die Strat, ey. Die Granitstein X-Tempo Strat. Ich bin schneller als Svarones. Stufe 3 Walzer. Könnte killen. Und jetzt ist die Frage, ob ich schneller bin
als das dritte Flug-Pokémon. Das ist Stufe 4, Walzer. Oh, 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 Robustheit, du Bastard, du Bastard, du Bastard, aber Agilität, Idiot, Idiot, Idiot. Hypertrank und jetzt einen richtig guten Walzer, der automatisch besser ist, denn Stufe 5 Walzer, der stärkste aller Walzer. Ram, bam, 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 bam. Robustheit! Das habe ich nicht kommen sehen, obwohl ich es hätte kommen sehen müssen. Mache ich Armstoß oder Flammenwurf, ist die Frage. Hat er eine Attacke? Ich meine, der könnte jetzt eine krasse Flugattacke machen. Aber vielleicht hat er auch nur so eine Stahlflugattacke, so eine Metall... Nee. Mein Flammenwurf ist 100%, passt schon. Windschnitt. Easy. Schau, man muss nur einmal kurz herausfinden, woran es liegt und was man quasi dann verbessert. Und das Problem war die Geschwindigkeit. Das Problem war die Geschwindigkeit. Nice. Sweet, sweet, sweet. Ronnie, tut mir leid wegen Stockholm. Rosa ist gerade in Stockholm. Aber arbeiten natürlich. Diese Cheeses hier. Hier wird nichts gecheased. Ich habe das nicht mal gekauft, das X-Tempo. Ich habe das einfach, weil, naja, das kriegt man halt im Laufe des Spiels. Komplett legit. Kann ich hier richtig abgehen? Oh yeah. Au. Ja, es war voll gut gekämpft, Mann. Es war voll gut von mir gerade einfach. Ich habe die Linie gesehen und bin sie einfach nur gegangen. Es war perfekt. Du hast gerade Merch gekauft. Von Mia. Wo? Wie? Was hast du dir geholt? Ich fand den Kampf jetzt großartig. Ich meine, Kampf-Items und sowas einsetzen ist immer ein bisschen gemein, aber es geht halt manchmal nicht anders. Und ich glaube, also ich hätte ein krasses Glück gebraucht, dann wäre es auch anders gegangen. Aber wie sehr man zurückschreckt und Volltreffer, also... Ich fühle mich nicht schlecht, dass ich X-Items benutzt habe jetzt. Eins. Ein Tempo. Okay, jetzt der Turm. Du hast den Freddy-T-Shirt bestellt. Dankeschön. Hm. Oh, ist that Pokémon? Bin falsch. Das ist easy. Ich komm nicht raus. Wo bin ich? Bummels. Du bist auch so ein Bummels. Glaubst du wirklich, ist es Bummels? Nachdem du siehst, was die anderen alle schreiben. Haggard! Haggard, du hast das doch eingesetzt. Was ist das? Das ist ein Shiny. Das ist Azarudi. Aber ihr habt alle falsch, das ist Dadasarut. Das ist noch nicht mal ein Sarut, das ist ein Dadasarut. Was, gegen was kämpfe ich gerade? Petsneef. Tschüss. Dadasarut. So, hier ist der Turm. Das ist ein sehr auffälliges Tampignon, das ich natürlich wusste, aber wer will nicht ein paar XP von einem kleinen Pilz, der vielleicht 100 XP bringt? Komm nochmal, Haggard.
Ich weiß es. Es ist so eindeutig. Es fällt mir wie Pixel von der Stirn. Krabby? Wo? Wo ist da ein Krabby? Krabby. Das Inkognito? Seht ihr alle unscharf? Es ist safe im Fasernob. Wie heißt es davor? Es könnte es auch sein. Aber das hat die Flügel nach oben. Nee, das ist es nicht. Diese Fee mit Plüschrock? Navitaub? Ja, aber es macht nicht das Navitaub. Das ist ein Fasernob. Easy. Das ist ein Fasersnob. Fasersnob? Heißt es gar nicht Fasernob? Mir ist nie das S aufgefallen. Heißt es Fasersnob? Das heißt Fasersnob? Mir ist das S nie aufgefallen. Ich dachte, das heißt Fasernob. Warum habe ich dieses S nie gesehen? Fasersnob. Fasernob. Boah, ich sag, seit ich das kenne, also seit 3 Wochen, sage ich, nein, ich kenne schon länger, ich sag immer Fasernob und ihr habt mich nie korrigiert. Hat mich jemals schon jemand hier korrigiert, dass das Fasersnob heißt? Es passt so viel mehr, weil es sieht aus wie ein dummer Snob. Wow. Fasersnob. Nice. Gutes Gespräch. Sie hat aber nicht gesagt, ich muss hochgehen. Ich muss nicht hochgehen. Das hat sie nicht gesagt. Panaero City. Wir gehen weiter. Aber hier sind einige Trainer, die ich noch bekämpfen könnte. Komm, wir kämpfen gegen ein paar Trainer. Hallo. Du sagst vieles komisch. Was sage ich denn dann noch komisch? Klang immer so lustig. Fasernob. Fasernob. Neue Shorts-Idee, Gen 5 Mon richtig aussprechen. Ich habe schon jedes Pokémon richtig ausgesprochen, Video. Aber Fasersnob, keiner ist so blöd und sagt Fasernob. Ich habe das S nie gesehen. Hohndämon sagst du falsch? Nein. Hoenn zum Beispiel, das heißt Hoenn. Warum soll es Höhen heißen? Du sagst so Sigard, Zygard. Laut dem Anime heißt es Zygarde. Das will ich aber nicht akzeptieren. Können wir nun ein schweres bekommen? Ich weiß es. Seht ihr es auch? Ich sehe es. Seht ihr auch, was es ist? Alle sehen's. Pelipper? Pumpkin? Ultrigaria? Pelipper? Leute, das ist ein Jungglut. Das ist ein Jungglut. Das sag ich aber richtig. Jungglut. Was ist das? Auch wieder einfach. Was ist das? Oh, ein Vipitis. Das ist kein Vipitis. Die Schildkröte in groß. Nein. Das ist das einfachste von allen. Regirock? Nein. Georock? Nein, Georock ist ein Kreis.
Einfach? Das ist ein Regigigas. Das ist ein Regigigas. Regigigas. Wie, ach komm. Warum Cheater? Hä? Die Position, wie das da stand, dass es ein Regi ist, war klar. Und keins hat unten dicke Arme. Die haben alle immer oben dick und unten dünn, aber das hat als einziges dicke Arme gehabt. Das ist Regigigas. Das hat niemand gesehen außer du? Ja. Ist ja okay, aber ich habe trotzdem recht. Und ich kann nicht cheaten. Also wie soll ich cheaten? Ist das eigentlich ein Kampf? Ja. Leon will auch Husted Pokémon. Okay, was ist das? Easy. Zweiter Bildschirm. Was soll da sein? So funktioniert die Technik von dem Spiel nicht, dass ich das sehen könnte. Monozyto. Momzyto. Momsel. Dieses Fetus-Pokémon. Das ist nicht Monozyto. Fetus. Fötus übrigens. Fetus-Pokémon ist anders. Aber das sollte Monozyto sein, ja. Der ist ein Monozyto. Es konnte nur ein Pokémon sein, das Transparenz hat. Und eins, so gut wie kein Pokémon hat Transparenz, außer Monozyto. Somnium ist das Fetus-Pokémon, was du meinst. Das Spiel ist kacke. Vielleicht bist du kacke. Wir hatten schon Shinies. Was ist das hier? Das ist gemein. Also ich glaube, ich weiß es, aber es ist krass. Kleinstein? 100% Kleinstein. Oh, jetzt wieder Kleinstein. Wir hatten noch keinen Kleinstein. Kleinstein. Es könnte Kleinstein sein. Ja, ihr habt wahrscheinlich recht mit Kleinstein. Ich sage Sushi. Das ist Kleinstein. Okay, okay. Das ist ein Kleinstein. Lumispross ist aufrecht und nicht breit. Lumispross geht von oben nach unten. Nigiragi, genau. Zapdos? Okay, was ist das? Das ist schwer. Pelipper? Nicht alles ist Pelipper heute. Ich habe auch Hippopotas gedacht, aber mich stören diese zwei Bommel da nach unten. Warum sollte Hippopotas da unten so zwei Dinge haben? Aber es kann trotzdem sein, dass es zwei Füße hat irgendwie. Togekiss hat zwar zwei Bommel unten, aber würde nicht so weit nach oben gehen. Ich sage auch Hippopotas. Oh. Das ist ein Barschrift. Das hat keiner von euch gesagt, oder? Shiny Barschrift. Hat er mich eigentlich gerade runtergeschmissen? Na sicher doch. Mhm. Araqua-Entwicklung. Aranestro. Nope. Was ist das? Okay, das kann doch nicht so schwer sein. Das ist voll detailliert.
Ich sage auch Carpador. Ich habe auch kurz an Relikant gedacht, aber Relikant würde nicht so Barteln haben. Aber was noch so Barteln hat, ist Velsa. Level 100 Shiny Carpador. Velsa ist aber, glaube ich, wahrscheinlich dicker. Warum falle ich runter? Irgendjemand stößt mich dauernd runter. Kann es sein, dass man automatisch runterfällt, wenn man sich nicht bewegt? Ich sage aber auch Carpador. Das ist ein Carpador. Carpador. Und fällt automatisch runter. Okay, okay, okay. Das heißt, ich darf nicht stehen bleiben, aber wir haben jetzt ein Problem. Der bleibt jetzt hier stehen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, er geht weiter. Geh weiter. Wow. Okay. Noch eins. Easy. Ich sehe es. Ich sag's euch nicht. Ich weiß, was es ist. Das ist voll seltsam, aber ich kenne einfach die Bilder auswendig und manchmal triggert es sofort einfach das Bild, was man sieht. Einfach die Haltung, wie es dasteht. Pionskora, Graudon, Praktibal, Krebskor? Furnifras oder dieser Feuerkäfer da, Sedimanto. Mein Gefühl ist bei Praktibalg? Also ich habe das Gefühl, ich habe zuerst was anderes gedacht, aber jetzt sehe ich, dass ihr Furnifras gesagt habt. Und es könnte wirklich Furnifras sein. Ich sag trotzdem, was ich gedacht habe. Ich habe Stalobor gedacht, weil Stalobor hat auch dieses Gesicht nach unten und die zwei Arme ausgebreitet. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, Stalobor ist, glaube ich, horizontal gespiegelt. Und Furnifras schaut tatsächlich nach rechts. Ihr habt recht mit Furnifras, aber Stalobor sieht auch so aus. Aber wahrscheinlich ist Furnifras. Ihr Loser! Ihr Loser! Stalobor schaut doch nach rechts. Ja, weil Furnifras hat nämlich keine Arme, die vom Körper wegstehen. Furnifras hat schon Arme, aber die, glaube ich, gehen nach vorne und nicht zur Seite. Aber das war so eins, so ich sehe es und ich habe sofort Stalobor vor Augen, keine Ahnung. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Willst du gegen mich kämpfen? Ich komme nicht weiter? Ich glaube, es gibt einen Weg irgendwo nach rechts. Oh, jetzt gehst du auf einmal weiter. Okay. Moridim hat's gesagt. Was denn? Stalobor? Nice. Nee, hier geht's nicht weiter. Ich dachte... Oh nee. Wie läuft's mit dem Pokerradar? Ich weiß nicht, was du meinst. Es gibt kein Pokerradar in dem Spiel. Item da oben habe ich noch nicht. Muss ich vielleicht doch auf den Turm hoch? Oder muss ich einen ganz anderen Weg gehen? Aber es gibt keinen anderen Weg. Okay, ein letztes. Was ist das? Ich glaube, es ist verwirrend. Ich glaube, man sieht da quasi so ein Dino mit den zwei Beinen und sowas, aber ich glaube, es ist einfach was ganz anderes. Ich sehe da jetzt auf einmal so ein Dino. Aber es ist, glaube ich, keiner. Ein Duster? Kikugi? Muss mit dem Flugzeug fliegen? Okay. Die erste Entwicklung von Midiras. Das könnte tatsächlich die zweite Entwicklung für Midiras sein. Die erste Entwicklung von Midiras. Ah ja. Wie heißt es? Girafarik? Nee.
Das kleiner ist Miniras, ja. Ich sag Mediras, aber nur weil ihr es gesagt habt, ich wäre nicht drauf gekommen. Aber ich glaube, es ist was komplett anderes. Wow. Das ist ein Hündester. Maurediven, du bist wirklich ein Pro hier bei dem Spiel. Wo hast du da Hunduster gesehen? Krass. Wo hast du Hunduster gesehen? Okay, gehen wir einfach zurück. Ich glaube, hier sind sowieso noch ein paar Trainer, die ich besiegen kann, wie dich nicht. Ja, die Vorderbeine waren total zusammengedrückt. Hallo. Nein. War vorher immer scheiße beim Silhouettenraten. Jetzt sind sie auch keine Silhouetten, sondern Kreuzungen mit Missing No. Ja, Clef, langweilig. Das ist ein Yorklef. Lame. Was bist du? Okay, ich sehe es sofort. Ich glaube, das ist logisch, oder? Das sehen wir alle sofort, oder? Stalos. Ich sehe irgendwie, wo du da eine Schlange siehst, aber nein, es ist kein Stalos. Oh, Maurediven schwächelt. Anstatt Tukanon zu sagen, sagst du bunter Schnabel. Ja, das muss Tukanon sein. Das ist ein Tukanon. Nice. Nice. Fruit Loops. Ist Tukanon ein Papagei? Ich würde nicht sagen, dass... Ist Papagei die Spezies? Nee, Spezies ist Vogel. Ist keine Ahnung. Ist Papagei... Ist ein Tukanon... Eine Art von Papagei? Ein Tukan? Es kann ja sein, dass Tukan eine Art von Papagei ist. Papagei ist ja auch sehr verbreitet. Ist kein Papagei. Ich würde auch sagen, dass es, glaube ich, kein Papagei ist. Aber ist Trompec dann ein Papagei? Ein Paradiesvogel. Ich habe das Gefühl, Papageien sind Paradiesvögel. Tukan gehört zu den Spechtvögeln. Dann macht es ja mit Pepex Sinn. Oh mein Gott. Oh, lass mich hier raus. Inkognito das Fragezeichen. So funktioniert das Spiel nicht. Wenn es eine Form hat, dann ist es immer die Standardform. Oder die ich halt cooler finde. Da sind nicht alle Inkognitos dabei. Wenn Inkognito, dann ist es das A. Ah, hier sind noch ein paar. Was ist das? Klarstein. Fiaro. Tatsächlich. Das ist gemein, weil bei so kleinen Sachen denkt man immer, dass es nur ein kleines Pokémon sein kann. Aber manche Bilder sind halt so groß oder so breit, dass sie klein aussehen. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber Fiaro wird es wahrscheinlich sein. Wingull ist ein gerader Strich, ey. Fiaro ist gebogen wegen den Flügeln. Das ist Afiaro. Yep. Was ist das? Zu einfach. Too easy. Was ist das, Leute?
Tschüss, Kaspar. Tschüss, Jay. Typ 0. Guter Punkt, aber niemals ist das Typ 0. Toxel, was? Ist doch nicht so einfach. Typ 0 hätte ich ja auch gedacht. Typ 0 ist in die andere Richtung, glaube ich. Typ 0 schaut in die andere Richtung. Das ist selbstverständlich ein Quaffaff. Das ist auch Chuifwaff. Wir haben es immer falsch ausgesprochen. Chuifwaff. Typ 0 schaut in die andere Richtung, Amigento schaut in die Richtung. Aber es wäre dann andersrum. Ups. Das ist ein Chuifwaff. Er sagt's anders. Chuifwaff. Demon King, du bist ein... Es tut mir leid. Ein Ambidiffel. Okay, können wir zum Flugplatz gehen? Vielleicht kann ich da wirklich fliegen. Freier Fall, noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass ich fliegen muss. Ich meine, hier passiert nichts, wenn ich hier rumlaufe. Wir transportieren auch Personen. Ja, es geht, es geht. Es geht. Er kommt mit. Tschüss, Daniela. Musst du Schwarz-Weiß 2 auch für den Origin Deck spielen? Ich mach's für meinen Origin Decks, ja. Aber das muss man nicht machen, nee, weil in Schwarz-Weiß gibt's alle Pokémon. Ich will noch ein paar besondere Pokémon, die es nur hier gibt. Seltenes Feuer-Pokémon? Die sucht nach einem seltenen Feuer-Pokémon? Welches? Wo sind wir überhaupt? Ich war hier noch nie. Machen wir es jetzt in einer anderen Reihenfolge? Aber Trindrake City kenne ich vom Namen her. Ich bin hier, krass, ja, hier war ich noch nie. Und ich soll jetzt nach Twindrake City? Das ist ja ganz woanders. Krass, okay. Hier ändert sich's wieder krass. Okay, das heißt, zuerst sind wir hier unten, dann gehen wir einen normalen Weg und dann auf einmal hier ist es wieder was ganz anderes. Ja, keiner kann sagen, dass Schwarz-Weiß 2 genauso ist. Es ist so anders, was hier passiert und die Reihenfolge. Aber cool. Pokémon Center, Attackenhelfer. Wow. Der Janusberg. Das Bizarro-Haus und der Schrein der Ernte. Aber da komme ich von hier nicht hin. Beim Schrein der Ernte gibt es nämlich auch ein verstecktes Fähigkeiten-Mon. Aber hier sind wir gerade in nichts in der Nähe, wo es was gibt, was wir brauchen. Ich muss einfach weiterspielen. Heatran gibt's hier. Okay.
Ramoth ist in der Wüste. Sakura, du bist ein Kaputoro. Schilderos am besten in Purpurhanden, oder? Was schlägst du vor? Schilderos gibt's nur in Purpur. Wie wär's damit? Hat man eigentlich überhaupt lang genug, um seine Kanalpunkte in Cap Off zu investieren? Selbstverständlich, Peru. Glaubst du, ich würde eine Kanalbelohnung machen, die unmöglich zu erreichen ist? Wer macht denn sowas? Das wäre doch voll asozial, wenn Leute darauf reinfallen würden. Achso, ich dachte, du überlegst nur zwischen Purpur und Karmesin. Wenn du einfach nur ein shiny Schilderus willst, ja, wäre am einfachsten in Purpur. In Legends Arceus musst du halt ewig nach einer Verzerrung suchen. Aber du kannst es auch brüten in BDSP. Oder brüten in Karmesin und Purpur. Janusberg sieht nicht so wie Winter aus. Ich bin ein bisschen, muss ich schon sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, was die Jahreszeiten anbelangt. Die Jahreszeiten sehen alle relativ gleich aus. Ich dachte, im Winter ist alles voller Schnee. Aber nein, manchmal sind so leichte Schneehaufen, die rumliegen. Hier sind gar keine. Ah ja, man kann natürlich sagen, in der Wüste schneit es trotzdem nicht, auch wenn Winter ist. Ich habe mir trotzdem vorgestellt, dass es um einiges mehr Veränderungen gibt. Aber das war's für mich heute. Ich habe Hunger. Ich werde jetzt kochen und dann Manaphy Shiny hunten. Mir dabei einen Film anschauen. Gestern habe ich den Film The Outfit angeschaut auf Netflix. Ist aber kein Netflix-Film. Ist ein schöner Gangster-Mafia-Film, der ganz cool ist. Kann ich empfehlen. Aber es ist jetzt nicht der Film schlechthin. Aber er war auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, würde ich sagen. The Outfit. Was gibt's zu essen? Keine Ahnung. Was kostet ein schönes? Keine Ahnung. So, ich mache mir das Spiel, eigentlich ist es totaler Quatsch, ich will Gen 5 fertig machen und ich mache es mir extra schwer. Also noch schwerer, als ich sowieso mir mache. Aber bisher geht es. Bisher geht es mit Flambirex durch. Und wir haben auf jeden Fall schon zwei Arenen gehabt, wo ich auf jeden Fall einen Schwachpunkt habe. Flug und Boden. Und ich habe beide geschafft. Keine Ahnung, was noch kommt. Ein großes Problem wäre Wasser. Aber sonst habe ich, glaube ich, keine Schwäche mehr. Kampf, Flug, Boden, Flug, Wasser, Psycho. Psycho wäre noch blöd. Aber dafür habe ich Gewissheit. Yo. Nee, gegen Psycho wäre ich so tot. Warum nur ein Pokémon im Team? Warum nicht? Wer hat gestern welchen Film gesehen? Ich habe gestern The Outfit angeschaut. Drache kommt noch. Es kommt bestimmt auch. Also ist die Frage, ob die Top 4 die gleichen sind. Was ja Psycho, Geist, Unlicht und Kampf? Kampf wäre. Wie viel Manaphy habe ich gebrütet? 240. Wow. Der Champ ist anders. Top 4 bleibt gleich. Okay, dann wird das schwierig wegen der einen Psycho. Die anderen gehen wahrscheinlich. Ja. Nicht wieder Hühnchen? Doch, bestimmt. Ich suche das Kopffossil in Platin, Kill Me. Warum? Was ist das Problem?
Gibt es nicht in Platin das Kopffossil? Doch, gibt es beide. Okay. Tschüss. Dankeschön fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen dürfen wir nicht vergessen, ein Griffeldes zu fangen. Denn das kommt nur donnerstags in Schwarz 2. Und jetzt wäre es cool. Nee, dienstags ist es Wascherquill in Weiß 2. Aber da bin ich noch nicht. Oder? Auf welcher Route erscheint es? Griffeldes Route 4. Wascherquill Route 4. Oh. Montags. Bis Montag Weiß 2 bis zu der Stelle spielen. Schaffe ich nicht. Außer ich mache mir ein Backup-Save. Das will ich eigentlich nicht. Ich brauche halt den Save vor der ersten Arena, um die Traumradar-Mons zu haben. Aber dann muss ich wieder eine Woche warten. Das geht schon. Dankeschön, tschüss, bis morgen, auf Wiedersehen. Tschüss.